Hallo und herzlich willkommen hier im YouTube Creator Podcast, meine YouTube Story. Heute bin ich in Magdeburg und ich freue mich über einen ganz besonderen YouTube Creator. Es ist Fritz Meinecke, der Gründer, das Brain hinter Seven vs. Wild, die wohl erfolgreichste deutsche YouTube-Eigenproduktion. Sieben Männer im Wald in Schweden, sieben Tage lang mit sieben Gegenständen. Ist das weitaus mehr als diese sieben Dinge, aber erklär kurz, was war dein Projekt? Im Endeffekt ist es genau das Grundkonzept, was du gerade gesagt hast. Die sieben zieht sich irgendwie so ein bisschen durch, also sieben Teilnehmer. Es waren zwar sieben Männer, aber hätte auch gern Frauen dabei gehabt, vielleicht in einer eventuellen zweiten Staffel. Genau, also sieben Teilnehmer werden für sieben Tage mit nur sieben Gegenständen komplett isoliert voneinander in der Wildnis von Schweden ausgesetzt und müssen dort irgendwie zurechtkommen. Aber es gibt jetzt nicht sowas, es gibt kein Zelt, keine Isomatte, kein Essen, kein Wasser, sondern nur so basic Gegenstände wie ein Schlafsack, eine Plane, ein Messer, Schnur. Da gab es verschiedene spezielle Regeln, die wir halt im Vorfeld aufgestellt haben. Und dann ging das Ganze los. Wir hatten zusätzlich noch so Tageschallenges, um das ein bisschen spannender zu machen. Und im Endeffekt geht es so ein bisschen darum, Leute in eine Extremsituation zu bringen. Und als Zuschauer erfährt man dann, okay, wie reagieren die Personen unterschiedlich, aber auf die gleiche Situation. Es kommt Wind und Regen, Hunger, Isolation. Aber wer macht was draus? Und dann als Zuschauer, was würde ich draus machen? Welche sieben Gegenstände würde ich mitnehmen? Wie hätte ich reagiert? Wie hätte ich mein Lager aufgebaut? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erfolgsrezept gewesen, obwohl das gar nicht so geplant war, dass die Zuschauer sich sehr damit identifizieren können und durch die verschiedenen Charaktere immer überlegen, wie hätte ich das gemacht? Warum macht er das so? Der ist cool. Der ist nicht so cool. In der Spitze, glaube ich, bis zu 3,5 Millionen, die pro Episode... 5,6. 5,6 in der Spitze? Ja. Welche Episode war das? Bärengebiet. Folge 4 war das, glaube ich, ja. Okay, also es gab ja 16 Episoden. Genau. Und jede Episode hast du in einem bestimmten Zeitraum hochgeladen. Du bist nicht nur der Brain, der Erfinder hinter dieser ganzen, diesem ganzen Projekt, sondern du bist auch Teilnehmer gewesen und sogar der Sieger. Ja. genau, also man muss dazu sagen, dass das Herzstück von Seven vs. Wild bin ich nicht alleine, sondern da waren noch Max und Johannes mit dabei, die mich auch bei der ganzen Vorbereitung, Produktion, Kamera alles unterstützt haben, die auch meinen Live-Kanal auf YouTube managen. Und wir haben das quasi zu dritt uns überlegt und das Konzept dafür erstellt. Und genau, mir war halt von Anfang auch klar, dass ich Teilnehmer bin. Also vielleicht mal, dass man das versteht. Ich habe mir nicht überlegt, ich will dieses Riesenprojekt in diese Serie machen, sondern eigentlich war die Überlegung, ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich gern mal sieben Tage lang sowas ausprobieren. Mal eine Woche raus in die Natur, diesen Survival-Aspekt wirklich mal austesten. Schon wann kam der Gedanke? Wann hast du? Den gab es schon vor 2 Jahren oder so. Okay. Aber irgendwie hat sich das immer so aufgeschoben und dann so, wie mache ich das? Und ich bräuchte irgendwie ein Team, ich brauche eine Rettungskette im Hintergrund. Und dann hat sich das halt entwickelt, dass ich ein größeres Netzwerk aufgebaut habe. Dann kann ich halt mal und Kameramann und ich kannte auch mal welche aus Schweden und Touristikverband und also so verschiedene Kontakte, wo ich dann merkte, okay, jetzt habe ich langsam so die Möglichkeit, das zu machen. Und dann kam aber der Punkt, lass doch noch ein paar Leute mit einladen, lass doch das als großes Team machen. Ne? Also der Grundgedanke war, ich will das gerne machen. Und der zweite Gedanke irgendwann war, wir holen uns noch mehr Leute mit rein, um eine coole Serie draus zu machen. Und deswegen bin ich natürlich auch Teilnehmer, dass ich das Ganze jetzt gewonnen habe. Fühlt sich tatsächlich für mich irgendwie komisch an und auch ein bisschen blöd, so, weil, deine Serie, hast du das ausgedacht, cool, weißt du vorher wahrscheinlich war alles Bescheid, jetzt hast du noch gewonnen. Aber ich bin halt ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich habe halt dort vor Ort, und das sieht man, glaube ich, auch in den Folgen, halt versucht, mein Bestes zu geben. So, und mich halt zu pushen und die Challenges gut zu erfüllen und das hat halt dann dazu geführt, dass ich auch gewonnen habe, ja. Aber was ich eben schon gesagt habe, ist, ich fand es persönlich perfekt aufgezogen, was das Timing der Veröffentlichung der Episoden anging. Ja, ihr seid, glaube ich, im August in Schweden gewesen. Ihr habt dann im November, Anfang November, die erste Serie genau, die erste Folge platziert. Ja. Dann folgten bis kurz vor Silvester 16 Stück. Und in einer Zeit, wo die Menschen sehr, sehr viel schauen, weil die Wintermonate sehr dunkel sind in Deutschland und so weiter. Also das war vom Timing her perfekt. War super, ja. Auch von der Aufteilung her. Wie bist du da hingekommen? Also waren das die zwei Kollegen, die du eben erwähnt hast, dass das in Diskussionen oder habt ihr externe Berater gehabt? Oder wie war dieser Entstehungsprozess? Also der Punkt war irgendwann, das war glaube ich im Frühling, 2021 kam dieser Gedanke wieder stärker auf. Und dann habe ich Max und Johannes geschrieben und gesagt, wir müssen uns hier mal treffen, Discord, wir brauchen einen Call, ich habe da eine Idee. So, vielleicht habt ihr Bock drauf. Dann haben wir angefangen, ich habe denen das quasi ein bisschen gepitcht, haben gesagt, finden wir geil. Dann haben wir angefangen, uns Stück für Stück irgendwie da so ranzuarbeiten. Und im Endeffekt war das eigentlich so, dass ich gesagt habe,
wir wollen ja ein paar Leute haben irgendwie und die Leute haben ja nicht ewig Zeit. Wir können das jetzt nicht 3-4 Monate machen. Das heißt, was ist denn so ein Zeitslot, der realistisch ist? Und dann dachte man, lass doch mal bei so einem Projekt mit einer Woche anfangen, 7 Tage. Weil du brauchst eine Anreise, Abreise, Vorbereitung. Das heißt, das ist vielleicht so ein 10-Tage-Slot und das würde jeder, wenn das will, hinkriegen zeitlich. So, deswegen haben wir gesagt 7 Tage. Und dann war ich sofort auf den Punkt, weil ich gerne etwas sehr, sehr einfach erklären möchte. Warte mal, wenn wir 7 Tage haben, lass doch 7 Leute nehmen. Wir nehmen 7 Gegenstände. Mhm. Dann haben wir so 7, 7, 7. Und dadurch kam dann, irgendwann kam dann auch der Titel, also wie wir das Ganze genannt haben, das Seven vs. Wild. Wie kam Seven vs. Wild zustande? Das kam dann auch irgendwo im Discord, haben wir halt rumüberlegt, wie wir das halt nennen und machen. Und ich weiß gar nicht, wer von uns dreien darauf kam und wie schnell das kam. Oder ob wir das erst so als Arbeitstitel hatten, aber ich finde es geil. Also es ist halt krass kurz knackig. Es ist genau dieses 7 Leute, 7 Tage, 7 Gegenstände, spiegelt es wieder. Jeder kann das verstehen und kann das auch seinem Kumpel erklären. Hast du das geguckt? Was ist denn das? Naja, bam, bam, bam. Mhm. Also es ist halt ganz, ganz simpel. Schöner Elevator-Pitch halt. Genau. So. Und das ist mir immer wichtig und das habe ich auch gelernt in den letzten Jahren, dass ich das gern für meine Projekte immer hätte. Wenn ich jetzt ein neues Projekt habe, das kann auch völlig was anderes sein, dann möchte ich quasi eigentlich so einen kleinen Elevator-Pitch im Intro haben. Ich möchte den Leuten im Intro innerhalb von 10, 15, 20 Sekunden quasi erzählt haben, worum geht's hier überhaupt. Mhm. So, dass es natürlich alles komplexer ist und was da alles noch mit dabei ist und wie und wo und Rettungsteam und Challenges, das kann man hinten raus immer noch erklären. Aber das Grundkonzept muss ultra knackig und kurz formuliert sein in 1 bis 2 Sätzen maximal. Ich habe mir ja deinen Kanal nochmal angeschaut und ich glaube hier, warum der Erfolg jetzt so heftig gekommen ist, ist ja auch eine Mischung aus der Geschichte deines Kanals, deiner Erfahrung mit uns, mit YouTube. Du hast an unseren Seminaren teilgenommen, du bist Next Up-Gewinner gewesen, 2016, glaube ich. Also du hast viel Erfahrung gesammelt auf YouTube. Ja. Und halt dein Genre Outdoor oder Bushcraft, dass die Kompetenz, die du über all die Jahre hast, in diesem Projekt ja auch quasi zu erkennen war. Und deswegen eine sehr, sehr große Glaubwürdigkeit auch bei den Zuschauern hervorgerufen hat. Und das Timing zusammen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich so eine Erfolgsmischung gewesen, oder? Im Endeffekt habe ich ja 2014 habe ich schon damit angefangen, da ist die Kanaleröffnung gewesen, habe ich ja seitdem eigentlich dafür hintrainiert, wenn man es mal so nimmt. Na, also die Leute sehen ja die ganzen Videos, was ich probiert habe, was ich gemacht habe. Ich habe das erste Video gesehen, Entschuldigung, ihr wart doch Lost Place in einer Kirche, ne? Ja, das war das allererste Video so mit 2014. Selfie-Stick, GoPro, genau. Nicht geredet, nur 3 Minuten, ein bisschen Mucke drunter, da rumgelaufen. Du und, wer war das? Bommel war sogar Bommel mit dabei. War dabei, der jetzt auch in der Staffel auch dabei ist, ne? Ja. Also, Wahnsinn, fand ich auch schön zu sehen, dass du halt auch in Schweden halt auch Buddies dabei hattest. Wo ja, du das weißt, war alles. Sind YouTube-affine Leute und du kriegst dadurch auch guten Content. Ne? Genau, also der Grund, warum ich mich für diese Teilnehmer entschieden habe, war, das ist mein allererstes Mal so ein großes Projekt gewesen. Ich wollte Leute komplett in diesem Team als Teilnehmer im Hintergrund haben, auf die ich mich verlassen kann und die ich kenne. Mhm. So, weil es ist natürlich einfach noch eine größere Hürde, jetzt mit Leuten zusammenzuarbeiten, die man vielleicht mal gesehen hat oder man weiß, der macht das, macht doch mit. Aber die Leute, die da waren, die kenne ich persönlich, da kann ich mich drauf verlassen. Und wenn ich sage, wir drehen dran und dran in Schweden und ihr müsst da hinkommen mit eurem eigenen Fahrzeug, mit der Fähre, dann machen die das auch. So, und dann kriege ich nicht 2 Tage vorher, ich habe jetzt auch, also das geht nicht. Und ich stehe da und denke mir, ne? Was wir gerade kurz noch vergessen hatten, der Ablauf wegen November und Dezember. Genau. Wir haben im Frühling das Ganze entschieden, haben ein bisschen dann rumüberlegt, wie wir das machen. Das hat ein paar Wochen gedauert. Und dann war als allererstes der Punkt, als das Grundkonzept stand, ja, wann machen wir das denn überhaupt? So, Schweden war ziemlich schnell klar, weil wir da halt Kontakte hin haben, weil das sehr wild ist, weil ich da die letzten 4 Jahre lang Kanutouren gemacht habe und mir war klar, so, das ist ein geiles Umfeld dafür einfach. Kein Supermarkt in der Nähe. Kein Supermarkt und in Deutschland ja gar nicht möglich. Du läufst ja 5 Meter, da ist ja sofort ein Forstweg und alles. Und genau, dann war der Punkt, okay, wann machen wir das? So, und in Schweden, ja, wir waren in Mittelschweden, da ist ja auch die Temperatur und ist ja alles ein bisschen anders. Das heißt, während wir hier zum Beispiel Anfang Herbst oder Ende Sommer haben, ist hier noch entspannt, da oben kann es schon richtig zornig werden. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen keinen tiefen Winter, wir wollen auch keinen Sommer, wir müssen so ein Anfang Herbst Endsommer-Ding machen. Dann haben wir halt so ein bisschen auf August eingepegelt, also Ende August, Anfang September so grob, war so die Idee, weil dann kann es auch nachts schon mal so 5 Grad werden, vielleicht auch mal Frost, aber tagsüber vielleicht auch mal ein bisschen Sonne, aber auch mal Regen. So, das ist, glaube ich, eine ganz coole Mischung. Und dann war klar, okay, das heißt, wir haben dann September, Oktober, das sind 2 Monate, die brauchen wir mal mindestens für einen Schnitt. Ja, da könnte man eigentlich im November, Dezember spielen, ist geil, ist zum Ende des Jahres, ist
passt super rein, Vorweihnachtszeit, Vorfreude, die Leute haben Zeit, es ist dunkel und das war so ein ganz cooler Start und daraus hat sich das ergeben. Das war jetzt nicht, warte mal, wir müssen in den Dezember rein wegen den CPM oder so, deswegen müssen wir jetzt alles drum herum bauen. Es war wirklich so von der Idee, wann drehen wir das, okay, wir brauchen mindestens 2 Monate für einen Schnitt, na, passt eigentlich gut, also das könnten wir da reinlegen, das hat sich so und dadurch ergeben. Und hast du gesagt, ich nehme jetzt Budget in die Hand und stemme das alles oder hast du das mit Partnern gemacht oder wie geht's genau aus? Also der Punkt war, dass wir dann irgendwann, als wir ein bisschen vorangeschritten waren, gesagt haben, okay, wir müssen eigentlich mal durchrechnen, was der Spaß kosten wird. Rein von der Produktion. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie noch Gewinn zu machen, sondern rein, was kostet das? Was haben wir für Ausgaben für Unterkunft, Fähre, Ausrüstung, Kamera, Schnitt, Drohnen, was nicht alles. Das haben wir alles ein bisschen hochgerechnet und dann war so der Punkt, okay, es wäre halt ganz cool, wenn wir einen Main-Sponsor dafür finden, den wir da halt reinholen. Der macht die Finanzierung möglich, da macht jetzt keiner Gewinn von uns, sondern es ist einfach nur, dass das Projekt möglich gemacht werden kann. Und dann hat sich, glaube ich, Johannes hat sich rangesetzt und so ein bisschen rumgeguckt und telefoniert und haben ja auch schon vorher mit verschiedensten Firmen zusammengearbeitet und haben dann irgendwann halt auch eine Firma gefunden. Mhm. Und was man halt auch nicht vergessen darf, jetzt sehen alle Seven Worldwide als Riesenerfolg. Millionen Aufrufe, krass, dies, das und sagen, boah, der beste Deal für Rhino Sheet, die das gesponsert hat, mega cool. Ist es auch, aber man darf nicht vergessen, das Ganze war eine Idee, mit ein paar Sätzen auf einem A4-Blatt und wir haben das mal hingereicht und haben gesagt, wir wollen hier mal so eine 16-teilige Serie machen auf YouTube. Survival-mäßig. Wir setzen so ein paar Leute aus. Also ne, das ist ja erstmal... Also handgeschrieben und hast du schon ein PDF? Nee, das war schon PDF, aber nur mal, dass man sich das vorstellt. Das ist halt, du bringst ja jetzt, wenn wir eine Staffel 2 machen können, dann können wir zeigen, guck mal hier, Staffel 1, die Aufrufe, die Zeitungsartikel, Riesenhype, aber das war ja alles nicht. Klar, wir haben meinen Kanal, den man vorzeigen kann, aber wir haben ja sowas Vergleichbares nie gemacht. Du kannst ja sowas auch bringen und plötzlich nach Folge 3 sagen die, ja, ist irgendwie jetzt, ist okay, aber... triggert mich nicht. So, und da ist natürlich auch ein gewisses Risiko, deswegen... Kannst du sagen, was das ungefähr für ein Budget war am Anfang, was das so gekostet hat? 75.000 Euro, aber das hat im Nachhinein nicht gereicht. Also ich habe quasi dann... Weil der Schnitt dann teurer geworden ist zum Beispiel, oder weil ich zum Beispiel für Max und Johannes, die den Schnitt gemacht haben, von mir aus gesagt habe, ey, ich verdoppel euer Budget, weil ich einfach gemerkt habe, ey, ihr habt euch einfach den Arsch aufgerissen, ihr habt eigentlich viel mehr Zeit investiert, als wir geplant haben, sowohl im Vorfeld als auch vor Ort. Wir haben eigentlich geplant, dass wir 2 Monate schneiden, gefühlt habt ihr halt 4 Monate lang geschnitten und jeden Tag irgendwie keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag und dies und das und hin und her, wo ich einfach gesagt habe, naja, ich habe ja auch trotzdem parallel durch YouTube-Werbeeinnahmen gutes Geld mitverdient und das ist einfach nur fair, da jetzt auch einen Teil mit weiterzugeben. Und genau. Und die für die Teilnehmer hat nur diese 10.000 Euro, die dann gespendet wurden, gewunken als Geld oder gab es da auch genau. Eine, also es gab für die Teilnehmer kein Honorar, wenn man das so nennen kann. Also im Grundgedanke, ganz am Anfang, als das Konzept stand, ging es darum, wie ist dieses Projekt irgendwie überhaupt möglich umzusetzen. So, wenn wir jetzt noch jedem Teilnehmer nochmal 10.000 Euro zahlen dafür, dann brauchen wir nochmal 70.000 Euro. Das ist unrealistisch, dass wir das überhaupt kriegen. Zweitens ist der Punkt für mich gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass jemand dort teilnimmt aus geldtechnischen Motivationsgründen. Das soll nicht der Anreiz sein. Also entweder du fühlst das, du hast da Bock drauf und du bist einfach froh darüber, dort teilzunehmen, weil dir alles gestellt wird, weil die Ausrüstung, die du brauchst, wir dir bezahlen, wenn du noch nichts hast. Ja, wir deine Fahrtkosten bezahlen, alles vor Ort. Wir dir ein Projekt, ein Selbstexperiment unter einem sicheren Umfeld, im Sinne von, wir haben einen Sanitäter vor Ort, wir haben ein Rettungsboot vor Ort, alles da, was du ja normal gar nicht machen kannst. Mhm. Also wenn jemand sagt, ich will das genauso gerne mal für mich machen, geht ja gar nicht. Also kann er machen, da zahlt er aber wahrscheinlich viele tausend Euro für. So, und deswegen war halt der Punkt, rein finanziell zu sagen, wir wollen es möglich machen. Klar, wenn jemand im Schnitt sitzt und die ganze Zeit arbeitet über Wochen hinweg, dann muss der bezahlt werden. Wenn jemand jetzt aber sagt, ey, ich nehme mir irgendwie eine Woche lang Urlaub, ich gehe nach Schweden und lebe da mein Hobby und mache so ein Selbstexperiment, dann war die Intention nicht zu sagen, ja, und dafür bezahlen wir dich jetzt noch. Genau. Aber was ich jetzt auch bei dir raushöre, was ja auch die Zahlen angeht, denke ich, ist das weitaus erfolgreicher, als du gedacht hast, oder? Sowas von. Also um ein extrem Vielfaches, was alles angeht. Also sowohl was View-Zahlen angeht, Abonnenten, als auch was das plattformübergreifend Leute auf YouTube geholt hat, über Zeitungsartikel. Also das Ganze hat halt irgendwie einen Hype bekommen, mit dem ich nie gerechnet habe. Ich glaube, auch alle anderen haben damit nicht gerechnet. Und der Punkt ist auch, und der ist mir erst später bewusst geworden, man hat öfter mal so ein Video, was viral geht. Kennt man ja. Das
Trends Platz 1 plötzlich 1-2 Millionen Aufrufe. Da freut man sich über was cool. Aber Seven vs. Wild ist einfach eine Serie mit 16 Folgen und jede Folge ist viral gegangen, wenn ich. Und verhältnismäßig krass viral. Also ich glaube, alle Folgen haben mindestens über 2,5 Millionen Aufrufe. Im Langzeitding wird jede Folge mindestens 3 Millionen Aufrufe haben. Und das ist für mich, wenn ich alles andere gucke, was ich bisher gemacht und gesehen habe, im deutschsprachigen Raum einfach krass. Also ich habe mal geguckt, was auch deine Kollegen vorher hatten, vor Seven vs. Wild. Ja. Und wenn man die alle mal untereinander schreibt und einen Strich drunter macht, haben alle im Schnitt 30% Abos dazu gewonnen, Subs. Ja. Der eine mehr, der andere weniger. Es sind auch teilweise 146% dabei. Also völlig, ich glaube, krank. Jeder hat davon auch profitiert, auch auf dieser Ebene. Ja. Und ich habe, glaube ich, jetzt das Recap von Chris gesehen, der auch gesagt hat, dass allein der Weg schon dorthin für ihn so ein schöner Freundestrip war. Also es gab natürlich dann auch neben diesem Business auch eine ganz tolle Freundschaftsebene. Definitiv. Also das war so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling auf der Hinfahrt schon. Und dann irgendwie waren ja verschiedene Autos. Ich war ein bisschen früher da, weil ich noch organisatorische Sachen mit vorbereiten musste. Wir hatten auch mit Absicht einen Off-Tag eingeplant danach, wo wir gesagt haben, ey, wir sind hier, aber irgendwie sind wir auch alle alleine. Also das ist irgendwie ein bisschen schade eigentlich. Und deswegen will ich mindestens einen Tag danach haben, der wirklich komplett, wo wir sagen, ey, da wird halt nichts gedreht, nichts gemacht. Es geht nur darum, dass wir einfach hier sind, alles so ein bisschen halt nochmal Revue passieren lassen. Da gab es auch eine coole Situation, die wurde auch nie gefilmt. Aber die kann man ruhig erzählen, dass wir halt an diesem Off-Tag abends alle zusammen in der Sauna waren. In so einer kleinen Blocksauna mitten am See. Und Niklas hat uns den Saunameister gemacht, ist völlig durchgedreht und es war heiß und wir wurden ausgepeitscht und sind dann alle in diesen eiskalten See rein, standen da völlig am Dampfen. Das war irgendwie nochmal so als Abschluss so eine richtige, weiß ich nicht, hat so richtig eingebrannt irgendwie so dieser Moment. Und was ich auch nochmal sagen wollte, klar, rein jetzt wirtschaftlich gesehen und businessmäßig gesehen, die haben 30% mehr Abos und ich auch sonst was. Aber ich glaube, und da kann ich glaube ich für alle sprechen, dass was wir dort jeder für sich einzeln draußen erlebt haben, egal ob der jetzt die komplette Zeit da war, ob er nur 3 Tage da war, wie auch immer, das ist einfach eine Erfahrung, die wird keiner von uns vergessen und die hat uns, glaube ich, für unser ganzes Leben lang geprägt. Und Seven vs. Wild ist, glaube ich, eins der Projekte, wo man sagt, ey, das hat mich irgendwie krass beschäftigt, verändert, da denke ich viel zurück. Ich kann mich in diese Situation rein teleportieren und mich da wieder auf meinen Stein setzen. Ich schaffe es wieder da reinzukommen und irgendwie was mitzunehmen. Und ich glaube, das kann hier kein, das ist nicht bezahlbar. Ja, einfach. Wir gehen ja gleich auch noch ein bisschen in die Natur, in die Wildnis. Und ich habe mir nämlich ein paar Sätze aufgeschrieben beim Gucken. Da waren ja echt philosophische Sätze dabei. Also das ist ja verrückt. Du musst eins werden mit der Natur und so weiter. Also das ist, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer mit dir eintauchen gleich. Ja. Ich glaube, da hast du mich zu jedem Satz 3 Minuten was zu erzählen. Und nochmal, trotzdem nochmal gerne in die Zahlen eintauchen. Also wie ist dein Kanal gewachsen in dieser Zeit? Von bis? Von Ich glaube, ich habe in diesen 2 Monaten 800.000 oder 600.000, 700.000 Abonnenten gemacht. Wahnsinn. Ungefähr. Und wenn man, kannst du da auch was von den Analytics verraten? Die View-Zahlen, die jetzt die 16 Episoden generiert haben? Das ist eine gute Frage. Also im Endeffekt 16 Folgen. Jede Folge, wenn man es jetzt mal in einem Durchschnitt macht, wird wahrscheinlich so bei 3,5 Millionen sein. Ich bin jetzt im Kopf rechnen schwer, aber 3,5 Millionen mal 16. Aber was ich geil finde, wenn man sich einfach mal diese Grafik anguckt, sowohl bei Views als auch bei Abonnenten. Zeitraum seit Erstellung. Das ist krank. Also würden wir schon sagen, zwischen 40 und 50 Millionen Views, kann man ja schon sagen, oder? Ja. Guckst du nicht, bist du nicht so einer, der sagt, boah, geil, jetzt habe ich aber die Reach. Nee, weil ich gucke im Endeffekt auf die Einzelvideos. Das heißt, ich sehe, das Video hat 5,6 Millionen, geil, das Video hat 4 Millionen. Also das freut mich. Aber du bist jetzt keiner, der jetzt da täglich in den Zahlen stöbert und... Ja, also habe ich früher sehr, sehr viel gemacht, gerade in diesem ganzen Anfangsbereich. Mittlerweile mache ich das nicht mehr zu intensiv, weil es mir auch nichts bringt. Also klingt jetzt ein bisschen doof, aber ob ich nur 1,85 Millionen Abonnenten habe oder 1,84 Millionen Abonnenten, das verändert mein Leben nicht und meinen Tag nicht. So, es ist schön, ich bin da sehr dankbar drüber, aber natürlich, wenn du dann irgendwie sagst, oh, ich habe 10.000 Abonnenten und jetzt habe ich schon 15.000, sind die Sprünge ja viel krasser und du bist in diesem Anfangsbereich. Und jetzt ist halt alles so, wo man sagt, ey, ich bin sehr dankbar, ich genieße das alles,
aber ich setze mich halt gern an meinen Laptop und plane das nächste Projekt. So, wo geht's hin? Was mache ich? Wie machen wir das geil? Kann ich meine Videoqualität noch verändern? Was gibt's für Projekte? Als jetzt zu gucken, wie viel Prozent Zuwachs habe ich von November zu Dezember? Wenn ich mir diese Grafik angucke, dann weiß ich, es ist komplett eskaliert. Mhm. So, ob das jetzt 150% oder 160% waren, ist eigentlich jetzt auch nicht wichtig. Schön. Ja, wir sind ja hier auch in deinem Studio. Quasi, ja, im Streamingraum. Hinter dir liegen oder hängen an der Wand auch, ja. Play-Button, 1 Million Abonnenten. Ja. Und du hast ja jetzt einen Zweitkanal, Fritz Meinecke Live, wo du dann Reaction-Videos machst. Das heißt, der zweite Kanal hat auch unheimlich an Abos dazu gewonnen. Hier ist also quasi deine Base, aber viel bist du ja auch einfach draußen, weil du ja out, also was sagst denn du den Leuten, was ist denn dein Beruf? Also wenn jetzt auch in der Verwandtschaft jemand fragt, was ist denn immer so dein Satz? Ich bin Autorabenteurer. also im Endeffekt so mit einem Wort kann man das schwer beschreiben, aber im Endeffekt gehe ich eigentlich immer über die Plattform YouTube. Also wenn jetzt jemand fragt, dann sage ich halt, ich bin YouTuber im Bereich Outdoor-Abenteuer, Survival. Und dann gehe ich meistens mehr ins Detail rein, sage, was ich so mache. Also Kajaktouren, Bikepacking, Fahrt ins Ausland, Lost Place Erkundungen, Survival-Trainings und sowas. Genau. Seit wann hast du deinen ersten Kanal auf YouTube eröffnet? Also den Kanal habe ich, glaube es war Oktober 2014, also Herbst 2014. Ich hatte davor sogar noch einen anderen Kanal, der ist auch noch online. Verrate ich aber nicht, wie er heißt. Die Videos sind, glaube ich, auch noch online, aber es ist alles, genau. Von daher habe ich da so ein bisschen Vorerfahrung gesammelt gehabt und aber so richtig offiziell eingestiegen und mich wirklich damit intensiv beschäftigt, wo ich auch wirklich sage, ich war dann ab Sekunde 1 irgendwie schon YouTuber oder so die ersten Monate. Ich habe jetzt nicht einfach einen Kanal eröffnet und mal ein Video hochgeladen, sondern ich habe dann wirklich angefangen, kontinuierlich zu produzieren. Und das war Herbst 2014. Wie alt warst du da? Jetzt müsste man rechnen können. Shit, weil Herbst 2014, warte mal, wenn wir Herbst 2021, 7, 4, 6, 7, 7, 2, weg, 25. Also ich will nur sagen, nicht in den sehr jungen Jahren, sondern du hast schon etwas vorher gemacht. Du hast ja auch Ausbildung oder andere Jobs gemacht. Kannst du noch ein bisschen erklären, wie dein Weg dahin war? Du hast ja quasi danach dein Hobby, deine Passion zum Beruf gemacht. Genau, also man muss dazu sagen, klar, ich war 25, also jetzt nicht extrem jung, aber die Plattform ist ja noch gar nicht so alt. Also wenn ich dran denke, wie ich angefangen habe bei YouTube, da sah das alles noch ganz anders aus. Da gab es auch noch keinen Dark Mode und kein nichts. Das war alles sehr, sehr, also selbst wenn ich gewollt hätte mit 20, ich weiß gar nicht, ob die Plattform da schon gab. Wann ist YouTube? Vor 15 Jahren. Okay, dann gab es die doch schon. Aber also es war halt alles noch so voll in den Kinder, 16, also voll so in den Kinderschuhen. Und ich bin selbst vom Zuschauer zum Creator geworden. Also ich habe selber irgendwann angefangen, mich für das Thema zu interessieren. Outdoor, Bushcraft, Survival. Habe dann so mir so ein paar Videos angeguckt, fand das immer ganz cool. Aber ohne jetzt irgendwie Disrespect ausüben zu wollen, dachte ich immer so, das geht doch besser. Also das ist geil, was ihr macht. Ich mache das ja auch. Aber videotechnisch weiß ich nicht. Da ist doch irgendwie noch, da können wir doch noch was machen. Ja, und mit diesem Ansporn habe ich dann angefangen und sagen so, ich will es einfach besser machen. Ich will irgendwie das cooler noch zeigen, was man da erlebt. Und im Endeffekt, ich war Grundschule, Sekundarschule, bin irgendwann aufs Gymnasium, bin vom Gymnasium wieder runter, weil ich einfach für mich der Leistungsdruck zu hoch war. Chemie, Englisch, völlig alles zu viel gewesen. Ich bin absolut kein theoretischer Mensch. Mhm. Und meine Größe, Schwäche und Stärke zugleich ist, wenn mich was interessiert, dann bin ich da mit 120% drin. Dann gibt es nur noch Tunnelblick, so, dann vergesse ich alles und ich bin nur noch am Machen, an Lernen, an Gucken, am Probieren, bis ich das kann. Habe ich aber was, was mich nicht interessiert, dann interessiert mich das nicht. Da kommt nichts. So, und wenn dann halt du in deinen jungen Jahren irgendwann auf dem Gymnasium bist und dir wird erzählt, du musst jetzt Chemie lernen und ich denke mir so, was ist das? Ich kann damit nichts anfangen. Mhm. Mich interessiert das auch nicht. Dann habe ich auch keine Muße dazu, dann bleibt das auch hier oben einfach nicht hängen. So, das führte dazu, dass ich dann irgendwann vom Gymnasium wieder runter bin, auf die Sekundarschule, habe da meinen erweiterten Realschulabschluss gemacht, also auch einen sehr guten. Und dann war so der Punkt, da war ich halt 18, ja, was mache ich denn jetzt? Mhm. Keine Ahnung vom Leben, weiß nicht. Und dann kam so ein bisschen auch durch Familie, also kein Druck, aber so, dann wird es nicht doch nochmal mit irgendwie Abitur, dass man studieren kann, so, ihr bist jetzt ein paar Jahre älter schon. Und dann habe ich Fachabitur angefangen. Mehr so auf Rat meiner Eltern, habe das gemacht und habe dann aber auch nach wirklich schon nach einem Monat gemerkt,
das ist nicht. Also das, ich bin wieder genau an dem Punkt, jetzt habe ich da, muss ich eine dritte Femme schalten, muss ich anfangen Spanisch zu lernen oder neben der Französisch. Ja, das war alles so, war einfach nicht ich. Aber ich hatte auch nicht, ich wusste nicht, wer ich bin, so was, was ich so vorhabe. Und dann bin ich da nach 2 Monaten wieder runter, dann hatte aber dieses Ausbildungsjahr schon begonnen und dann war klar, ich müsste jetzt ja theoretisch wieder komplett warten, damit dieses neue Ausbildungsjahr losgeht. Wir müssen jetzt schnell noch was finden. So, ich habe mal ein Praktikum gemacht, irgendwie im Autohaus, mach mal Kfz-Mechatronik jetzt, Autos, cooles Ding mit 18, ich habe Führerschein. Naja, Auto, also zu dem Zeitpunkt ist natürlich nichts mehr frei. Das Einzige, was noch frei ist, ist halt die hinterletzte Bude. Das heißt, ich habe eine Ausbildung bekommen in einer LKW-Schrauberbude, irgendwo abseits am Rand von irgendeinem Dorf an der Autobahn. So, und dementsprechend ging es dann da auch ab. Ja, also das war einfach unterstes Niveau und ekelhaft. Und ich dachte, was mache ich hier? Und ich merkte so, boah, ich bin vom Gymnasium runter, jetzt bin ich da wieder runter, jetzt bin ich hier. Ich merkte so, dass ich kann das auch nicht. So, irgendwas läuft hier völlig falsch und bist natürlich auch sehr unsicher. So, ich glaube, mittlerweile, für viele Leute, die mich verfolgen, die nehmen mich als einen sehr selbstbewussten und straighten Menschen wahr. Mhm. Aber dann bin ich auch was geworden. So, der war ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht, null. Und habe aber gemerkt, ey, ich kann das nicht, das macht mich unglücklich. So. Und dann bin ich runter und habe gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie resetten, ich muss neu starten und dann ein halbes Jahr später quasi eine Ausbildung beginnen. Und habe dann, eigentlich total bescheuert, aber so ist es wirklich passiert, gedacht, was ist denn das Gegenteil zum Kfz-Mechatroniker? Was ist denn das Gegenteil zu, mir irgendwie Öl ins Gesicht tropfen zu lassen und mit irgendwelchen nicht so netten Mitarbeitern da irgendwie was zu machen? Dann dachte ich mir so, wirtschaftlich, Bank, sieht so schick aus, Geld. Ja, ist mal nicht schlecht, muss ja von irgendwas leben. Und so kam ich irgendwie auf Bankkaufmann. So, also auch nicht irgendwie einer richtigen Logik gefolgt, sondern nur so, ey, das ist echt scheiße, lass mal genau das Gegenteil machen. Mhm. So, dann habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen, habe mich da dann auch beworben, habe mich tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann auch in ganz Deutschland beworben, weil ich unzufrieden war mit meinem Freundeskreis hier. Du hast in Magdeburg gelebt. Genau, ich war immer noch in Magdeburg. Ich habe auch hier in der Nähe außerhalb diese Kfz-Mechatroniker-Sache gemacht und habe dann gesagt, so, ich muss hier weg. Ich finde, mein Umfeld tut mir nicht gut. Irgendwie instinktiv habe ich das für mich entschieden, ohne mich damals schon mit sowas wie Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Habe ich gesagt, ich muss weg, die Leute tun mir nicht gut, das ist irgendwie, bin ich hier unglücklich. Habe mich in ganz Deutschland beworben und wurde dann bei der Landesbank in Baden-Württemberg in Stuttgart angenommen und habe dann da meine Ausbildung gemacht. Bin dann weggezogen mit 18, war das glaube ich, genau, von hier. Und ja, war dann da, habe dann meine Ausbildung gemacht. Habe irgendwann dann auch gemerkt, ja, ist schon cooler, aber ist jetzt auch nicht das, was ich mein Leben lang machen will. Aber mir war klar, ich will das jetzt erstmal durchziehen. Mhm. Ich mache das durch, das ist eine gute Grundlage, das passt auch. Ich will erstmal diese Basis haben und dann kann ich immer noch gucken, in welche Richtung ich gehe. So, da habe ich dann quasi meine Ausbildung gemacht, habe Richtung Ende hin noch überlegt, was interessiert mich denn in dem Bereich, was könnte man denn machen? Und habe mir Immobilienmaklerabteilungen angeguckt, die wir dort auch hatten und dachte mir, ja, das ist ganz cool. Interessiert mich, mag auch jetzt noch Immobilien, ich weiß nicht warum, ich finde es geil, ich stöber ständig nach Sachen rum und gucke mir gern Wohnungen an und Häuser an. Keine Ahnung, es ist irgendwie so, irgendwie ist das in mir drin, so geht jetzt gar nicht darum, irgendwie jetzt das alles zu kaufen als Geldanlage, ich finde es einfach spannend. So, ich gucke mir gern einfach Wohnungen und wie lebt jemand und ah, geil, wie hat er das gemacht und wie ist das eingerichtet, weiß nicht, irgendwie habe ich da auch eine kleine Leidenschaft für, auch wenn man es vielleicht bei mir jetzt nicht ganz so sieht. Und genau, das habe ich abgeschlossen und wurde dann auch übernommen, habe da dann auch gearbeitet, habe gesagt, okay, die übernehme ich, ich muss schon mal ein bisschen Erfahrung noch sammeln. Aber es war die ganze Zeit im Kopf so, das ist es nicht, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Und ich bringe immer wieder dieses eine Beispiel, das hat mich sehr geprägt. Wenn morgens der Wecker klingelt, du wachst auf und der erste Gedanke ist, boah, scheiße, jetzt muss ich da wieder hin. Und wieder in den Zwirn rein. Und wieder da, ah, ja, schön, Ihr Sparbuch. Wollen Sie einen Finanzcheck machen? Ja, ich prüfe mal Ihre Daten. Ja, hier, was für eine Stückelung möchten Sie? Also im Endeffekt, am Schalter von der Bank bist du auch nur, ein Verkäufer. So, wie siehst denn du im Anzug aus? Sehr schön. Nein. Kannst du mir da mal ein Bild zum Einblenden geben? Gibt es alte Bilder von damals? Ich weiß es nicht, müsste ich gucken. Nee, also da sah ich auch ganz, habe ich kurze Haare, keinen Bart und nichts gehabt. So, das war, ja, jetzt nicht mehr vorstellbar, dass ich mich da diesmal in den Anzug packe, aber genau. Und aber war auch eine Lehre. Also ich habe mich immer quasi rangetastet, habe gemerkt, okay, das ist es nicht, das macht mich nicht glücklich, jetzt muss ich irgendwas verändern dafür. Und genau, danach bin ich zur Bundeswehr, weil es gab damals den Grundwehrdienst und ich habe gesagt, ey, ich lasse mich einfach freiwillig ziehen, ich melde mich freiwillig, kommt eh irgendwann. So, da kann ich einfach ein bisschen
ja, ein bisschen resetten und gucken, mir Gedanken machen. Habe während der Zeit eine Messe besucht für verschiedene Ausbildungsberufe oder Studien, Privatstudien, sonst was. Und habe dann 3D-Grafik für Computerspielentwicklung in Berlin studiert. Wieder komplett was anderes, aber das war so ein bisschen parallel meine Leidenschaft. Nach der Bundeswehr. Genau. Mhm. Habe die Bundeswehr noch ein bisschen verlängert auf, keine Ahnung, 15, 19 Monate irgendwie das, um das halt anschließend zu machen. Habe das auch gemacht und genau da, als ich das Studium begonnen habe in Berlin, da habe ich auch angefangen, einen YouTube-Kanal zu gründen. Das ist alles parallel gewachsen. Und während dieses Studiums ist dieser Kanal gewachsen. Dadurch, dass ich da ja auch schon mit Programmen gearbeitet habe, Photoshop oder auch, klar, wenn ich 3D-Modelle baue, ist das was anderes, als wenn ich ein Video schneide, aber es ist trotzdem digitales Arbeiten. Und auch die Kamera-Affinität. Und was für Ästhetik und Licht und Schatten und so verschiedenste Sachen. So, es hatte doch schon mehr Parallelen. Habe das alles parallel aufgebaut. Dann habe ich irgendwann das Studium abgeschlossen, habe mich beworben, wurde auch übernommen. Oder habe halt den Job bekommen in Berlin. So, und dann habe ich da gearbeitet und dann war mir irgendwann klar, so, nachdem ich schon so ein bisschen angefangen habe, Geld zu verdienen, auch so ein bisschen nebenbei. Ich habe erst während des Studiums bei in Neukölln im Kaufland Molkeprodukte, Joghurts einsortiert und alles Mögliche und habe gesagt, so, es wäre doch eigentlich ganz cool, jetzt nachdem ich so ein bisschen meine Ausrüstung finanzieren kann, der nächste Step, mein Studium so ein bisschen aufzubessern mit YouTube und den Einnahmen, die drumherum entstehen. Ja? Sei es Affiliate-Programme oder auch mal eine kleine Partnerschaft. Und das hat irgendwann funktioniert. Was für ein Content war das auf YouTube? Der Content? Ja. Das, was ich jetzt auch schon mache. Was war so die Entscheidung, jetzt einen YouTube-Kanal zu eröffnen? Also, was sind da die Gründe für gewesen? Ich habe vor YouTube bei Facebook angefangen, einfach Bilder zu posten, was dazu zu schreiben. Das hat viele Leute interessiert. Ich habe mal so eine Seite eingerichtet und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass das, was ich dort schreibe und das, was man dort dann auf einem Bild sieht, eigentlich nicht zu 100% das abspiegelt, was ich wirklich erlebe. Das ist immer nur so eine kleine Momentaufnahme. Und dann war mir klar, dass das Medium Video eigentlich die vollkommenste Möglichkeit ist, um etwas mit den Leuten zu teilen und zu zeigen. Ja, weil du kannst eine Story erzählen, du hast ein Bewegtbild, du hast Audio, du kannst Sachen noch ein bisschen zeigen, erläutern, Texteinblendung. Das ist einfach das Größte, Vollkommenste, um irgendwie was mitzuteilen. Und da war mir klar, okay, dann geht's auf YouTube. Dann probiere ich mich hier einfach mal aus und habe mich dann halt quasi auch damit rangetastet. Und du hast ja schon angesprochen, das erste Video war halt irgendwie ein 3-Minuten-Video, wie ich durch eine verlassene Kirche laufe mit einem Selfie-Stick und da so ein paar Aufnahmen einfange und ein bisschen Musik drunter lege. Aber das zeigte ja schon mehr als einfach nur ein Bild von der Kirche. Ja. So, und so hat sich das dann nach und nach entwickelt. Und es ist aber immer so, wenn ich so beobachte, deine Prioritätsplattform gewesen, ne? Also deine Hauptplattform. Ja, definitiv. Also Medienmix, ne? Genau, YouTube ist das Kernstück mittendrin, wo ich quasi den High-Quality-Kram bringen will, das, wofür ich stehe auf meinem Hauptkanal. Es gibt ja noch den Live-Kanal, der ist ja so ein bisschen nebenbei mit Reactions und alles Mögliche, auch gut getrennt. Und der YouTube-Hauptkanal, womit ja auch alles angefangen hat, das ist so mein eigener kleiner Fernsehsender, so, wo ich auch nur ganz ausgewählte Sachen drauf bringen möchte. Ja, und diese ganzen Plattformen, die halt nebenbei noch laufen, das ist so ein bisschen, ja, weil ich halt Spaß dran habe, weil ich den Leuten noch ein bisschen was zeigen will, weil ich vielleicht die auch täglich ein bisschen versorgen möchte, mal ein paar Bilder zeigen möchte. Genau, bei YouTube ist ganz klar das Main. Hast du denn schon immer diesen Drang, dich auch auf die Bühne zu stellen? Weil du zeigst dich ja auch, der Kanal heißt ja Fritz Meinecke, also da muss man ja auch auf der Bühne stehen wollen. War das als Kind auch so? Oder, Ich würde sagen, nein. Also irgendwie hat sich das so dahin entwickelt. Ich kann gar nicht... Vielfach ist es ja auch nicht du und ich bin der beste Größe, sondern die Erlebnisse, die du hast und die Natur oder das, was du da entdeckst. Also genau, glaub, das ist ja auch nicht nur du, ne? Genau, also das nimmt natürlich jeder unterschiedlich wahr, ist auch völlig okay. Aber mir geht es nicht darum, eine Selbstdarstellung zu haben und zu sagen, guck mal, ich bin der Größte und Geilste hier. Sondern mir geht es immer darum, irgendwie einfach diese Erlebnisse mit Leuten, die eine gleiche Leidenschaft haben, irgendwie zu teilen. Also der Punkt war, ich habe damals auch damit angefangen, nicht für die breite Masse irgendwelche Videos zu machen, sondern für Gleichgesinnte, die auch Outdoor draußen sind. Weil ich habe ja deren Videos auch geguckt. Das war irgendwie so eine eigene kleine Creator-Community, die auch alle Videos gemacht haben dazu. Und dann hat der vielleicht mal ein Video gemacht, so, ich zeige euch mal, was ich auf einer 3-Tages-Tour mit dem Rucksack dabei habe. Und ich denke mir so, ja geil, ich habe das Video gesehen, habe kommentiert, jetzt mache ich auch mal so ein Video, habe noch auf ihn verwiesen. Das war irgendwie so eine eigene kleine Community. So, das war einfach Spaß dabei und nicht, ich mache das, weil ich zeigen will, boah, guck mal, was für einen geilen Rucksack ich habe. Und das ist auch heute nicht. Also deswegen zeige ich auch gern ja, wenn was schief läuft. Ich dokumentiere einfach das, was ich erlebe. Und wenn was schief läuft oder komisch ist, dann ist das halt einfach so. Wann war denn der Tipping Point, dass du von YouTube leben konntest?
Dass es dein Beruf geworden ist. Genau. 3D-Grafiker, Computerspielentwicklung, habe ich studiert, wurde dann übernommen. Und als ich dann übernommen wurde, so gefühlt nach einem halben, dreiviertel Jahr, war so der Punkt, wo ich dachte, okay, ich habe das Gefühl, ich will das Vollzeit machen. 2015 oder wann war das? Genau, das war 2015. Ende 2015. Und da war meine Idee, und die habe ich von Calvin Hollywood, und die werde ich auch nie vergessen, dass er gesagt hat, wenn du irgendwann mal in deiner parallelen Selbstständigkeit, die du als Hobby machst, als Kleingewerbe, genauso viel verdienst wie in deinem Hauptjob, dann kannst du den Hauptjob wegnehmen, weil dann hast du noch mehr Zeit und dann kannst du das machen. Das war mein Plan. Der ging aber nicht auf. Weil plötzlich gab es ein Meeting in der Firma und es hieß, Publisher aus Amerika ist abgesprungen, müssen heute noch Insolvenzanmeldung machen, ihr müsst jetzt alle nach Hause gehen. Und da war mir klar, shit. Dann wusste ich, okay, wir kriegen jetzt irgendwie noch so 2-3 Monate Insolvenzgeld. Keine Ahnung, 60%. Ich weiß, Zahlen habe ich nicht im Kopf. Und zu diesem Zeitpunkt war mir sofort klar, ich werde mich nicht bewerben. Ich werde mich nicht woanders bewerben. Das fühle ich nicht. Wenn ich da im Bewerbungsgespräch sitze, dann kann ich denen nicht verklickern, dass ich bei denen arbeiten werde. Weil ich will es nicht. Ich will mich selbstständig machen. Und dann bin ich quasi nach der Insolvenz in die Arbeitslosigkeit rein, aber auch mit Absicht rein. Und habe halt die ganze Zeit während der Insolvenz schon noch ein paar Monate in der Arbeitslosigkeit nur 14 Stunden am Tag nur geballert, nur Projekte, Webseiten aufgebaut, Affiliate-Programme, mich eingelesen, Selbstständigkeit, Mindset, Businessplan und habe dann einen Businessplan geschrieben, wo ich alles erläutert und erklärt habe, habe den eingereicht, um quasi aus der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist natürlich besser, als wenn du aus einem Angestelltenverhältnis kriegst, geht ja gar nicht. Und habe einen Gründungszuschuss beantragt mit dem Businessplan, habe den auch bekommen und habe mich dann, ich glaube, entweder das war der 1.3. oder der 1.4. 2016 damit selbstständig gemacht. Und mir war klar, jetzt habe ich 6 Monate Zeit, da kriege ich diesen Gründungszuschuss, um mir den Arsch aufzureißen. Und danach, nach diesen 6 Monaten, muss ich mit allem, was ich hier habe, auf einem Bein stehen. Sonst habe ich ein dickes Problem. Und der erste Punkt, den ich gemacht habe damals, war zu sagen, okay, Einnahmen schön und gut, aber wir müssen erstmal die Ausgaben angucken und das aufs Minimalste runterfahren. Was esse ich, was habe ich an Versicherung, was habe ich an Miete, wie können wir das schön klein machen, weil dann brauche ich ja nicht so viel Einnahmen. Ja? Also du musst ja, gefühlt ist am einfachsten in dem Punkt gewesen zu sagen, okay, ich muss die Einnahmen irgendwie hochfahren, das ist auch nicht so einfach, kannst ja nicht sagen, ich will jetzt mal das Doppelte verdienen. Naja. Aber deine Ausgaben, da hast du mehr einen Einfluss drüber, weil du halt einfach sagen kannst, gut, ich esse dann jetzt nur noch Selbstgekochtes, ich gehe jetzt nicht feiern, ich fahre nicht in den Urlaub, ich gucke meine Versicherungen an und mache das noch ein bisschen kleiner, da habe ich ja eine Möglichkeit, schnell zu interagieren. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt 6 Monate Angriff. Hat geklappt. Ja. Cool. Ja, ist ja auch ein bisschen Schicksal dann, ne? Also die Kündigung und diese 6 Monate, den Druck und dann hast du das. Das ist nicht nach Plan verlaufen, also weil das wäre, der Plan war das, aber gefühlt so 2 Jahre später, ja, wo man alles sicher hat, wo man sagt, okay, ich verdiene das Geld, jetzt baue ich mir schon mal einen kleinen Puffer auf und sowas. Und das war aber so, du kriegst einfach so einen Schlag, du wirst so angetaumelt und denkst so, okay, ich habe jetzt 2 Varianten. Entweder ich sacke jetzt runter zum Boden und das Ding ist vorbei und ich guck mal, was morgen kommt. Oder ich stehe jetzt auf und jetzt muss ich eine Lösung finden. Ich muss irgendwie eine Lösung finden, hier standzuhalten. Im Nachhinein hört sich das für mich ja wieder ein Floßbauen an. Das ist eine Challenge für dich. Ja, aber im Nachhinein. Ja. Ne? Aber damals da drin zu stecken, ist schon eine krasse Situation gewesen für dich wahrscheinlich. Die dann aber auch, wo dann was Großartiges draus entstanden ist. Ne? Ja, das ist halt immer die Frage, was dein Leben gibt dir gewisse Sachen und du musst halt überlegen, was du jetzt daraus machst. Und gibt in allem halt positive und negative Sachen. Und, ja. Dadurch hast du jetzt ja schon ganz viele Teile in der Welt kennengelernt. Du hast mir erzählt, das habe ich auch schon auf Social Media gesehen, eine Weltkarte in der Küche hängen mit Nadeln drin, wo du schon überall warst. Ja. Wie viele Länder sind das? Kannst du uns das mal zeigen? Oder ich würde sagen, wir gehen einfach rüber, gucken mal, weil ich habe es nicht im Kopf. Gerne. Und dann schauen wir mal. Fritz, hier sind Nadeln. Ja. Was hat das auf sich? Genau, also im Endeffekt ist ja jetzt nicht jede Nadel, also ich habe jetzt nicht überall, wo ich irgendwann mal war, mit 6 Jahren im Familienurlaub eine Nadel reingemacht, sondern das sind schon eher Sachen, wo auch Touren irgendwie dahinter stecken oder Stories. Hier zum Beispiel in New Orleans erinnern sich viele dran, wurde ich überfallen mit der Waffe, hatte die am Kopf und wurde gefragt, do you wanna die? Dafür steht diese Nadel hier. New York, spannende Geschichte, fällt mir jetzt gerade ein, hat mit YouTube zu tun, da wurde ich von euch eingeladen und war quasi so ein Worldwide Next Up. Also ja. Es gab Next Up Gewinner und die, sag ich mal, die Besten der Next Up von den einzelnen Ländern haben sich dann nochmal zusammen alle für 3. Also muss man erklären, Next Up in Deutschland sind 16 Creator, die ausgewählt werden, die sich bewerben können, die wir speziell fördern mit Workshops. Genau. Da gibt es verschiedene Schwerpunkte und da lernt man die anderen Creator kennen und da bist du 2016 dabei gewesen. Genau. Und dann warst du im Global
Genau, dann wurde ich zum Global eingeladen, war hier auch, ich glaube, das ging so 3 Tage und ich habe aber abgesprochen, dass der Rückflug mir irgendwie erst, weiß nicht, 10 Tage später gebucht wird und ich dann quasi ab dem Punkt mir eine eigene Unterkunft suche. Dann habe ich mir irgendwie ein Hostel gesucht mit so einem 8-Bettenzimmer, völlig chaotisch und bin dann da allein in New York rumgeturnt und habe da weiter Videos gedreht. Ich habe mir da verlassene Orte angeguckt, die Videos sind auch alle noch online, waren krasse Sachen dabei, ein altes verlassenes Krankenhaus, sehr, sehr spannendes Ding. Ist so ein halbrunder Bau, 2 davon völlig verlassen und der Anbau daneben aktiv. Da wird noch operiert, alles gemacht und ich bin quasi am Erkunden, gehe in den Keller auf der Suche nach der Leichenhalle und merke plötzlich, dass da Licht brennt, weil die beiden Keller noch miteinander verbunden sind. Das heißt, ich war kurz davor, in das aktive Krankenhaus reinzugehen und merkte nur, oh, ich gehe mal wieder zurück. Krass. So, kannst du mir kurz das Genre Lost Places erklären? Was ist der Nervenkitzel dabei? Lost Places sind verlassene Orte, die einfach aus welchen Gründen auch immer, Insolvenz, vielleicht auch immer verstorben oder irgendwas wurde geschlossen, verlassen sind. Teilweise sind die kurz verlassen, dann ist noch recht viel da. Keiner kümmert sich mehr drum, warum auch immer. Oder es gibt Sachen, die sind seit 20, 30 Jahren leer. Also einfach so Ruinen. Ne? Und irgendwie geht man halt dahin und es ist halt immer irgendwie der Nervenkitzel ist so, ich sehe hier vielleicht irgendetwas, was ich sonst nie sehen würde. Also hier in diesem Krankenhaus, in dem Bereich, in dem ich war, war gefühlt so aus den 50er Jahren. Da stand eine Geburtswanne rum, da waren Medikamente, auch Krankenakten, Röntgenbilder. Und du denkst dir so, ich bin gerade in so einer anderen Zeit, in so einer Zeitreise. Es wirkt aber auch so ein bisschen apokalyptisch. Hat irgendwie auch sowas vom Thriller, also vom Tatort, oder? Also als mit Lena irgendwo im Keller war, weiß ich nicht mehr, wo du sie auch dann noch ein bisschen erschrocken hast oder so. Ja, ja. Da merkt man halt schon, dass der Puls einmal hochgeht beim Schreiben. Also, in dem Moment, wenn man allein im Ausland, in New York ist, also übrigens in New Orleans war ja auch, also die Geschichte mit dem Überfall war auch in einem Lost Place, wo ich auch ein Video gedreht habe, in einem verlassenen Freizeitpark und ich bin der Meinung, dass die haben mich ja nicht klassisch überfallen, im Sinne von hier, gib alles, was du hast, sondern ich habe die halt da immer wieder gesehen und ich glaube, dass die dort vielleicht irgendeine Drohübernahme oder irgendwas Illegales gemacht haben, mich gesehen haben mit der Kamera und dachten, shit, der hat uns gefilmt. Und deswegen wollten die mir quasi die Kamera abnehmen. Also die haben sie ja noch alles abgenommen. Aber die haben zum Beispiel nicht mein Geld genommen. Die haben auch nicht mein Handy genommen. Was viele so komisch fanden, weil es halt im Nachhinein kein Überfall war, sondern die halt irgendwie was vertuschen wollten. Da war ich auch in einer Lost Place-Geschichte, genau. Ja. Wie viele Länder sind das denn? Oder wie viele Projekte sind das denn hier zusammen? Kann ich gar nicht so genau sagen. Aber was man auf jeden Fall sieht, finde ich, ist es natürlich europamäßig hier recht viel. Und erschreckend tatsächlich, als ich die Karte aufgehangen habe, ich habe es ja gar nicht so visualisiert, denke ich mir so, eigentlich habe ich noch gar nichts gesehen. Also so ein bisschen Europa, okay, mal Amerika, aber Südamerika Mittelamerika, noch gar nichts. So. Nichts. Es ist Australien, Asien auch noch nicht. Nee. Mensch, Fritz, hast du noch ist noch so, vor ja, dir. Aber das ist auch geil, oder? Ja. Also vielleicht als kleiner Ausblick, was auf jeden Fall gerade geplant ist, ist einmal Lofoten, das ist hier oben. Ja, es geht auch wieder in die Richtung, aber es ist halt nochmal sehr, sehr wild hier oben. Ja. Und Nepal möchte ich unbedingt. Okay. Vielleicht sogar schon Anfang diesen Jahres, da bin ich gerade am Plan, habe ich vorhin, als ich auf dem Weg war, schon wieder weitergeguckt. Das sind so zwei Dinge, die ich gerne machen möchte. Südamerika, Peru, irgendwas Dschungelmäßiges habe ich auch auf jeden Fall Bock. Und ich würde gerne dieses Jahr Kanada. Hier sehe ich hier vielleicht Vancouver Island oder sowas. Kanu-Kajak-Tour ist auch sehr, sehr wild. Klar. Ja, toll. Also, es gibt noch so viel mehr. Ich wollte gerade sagen, der Kanal, der wird auf jeden Fall weiteren Content bekommen. Ne? Ja, und meine Idee, also auch natürlich mit der größeren Reichweite, auch einem höheren Verdienst, das man halt natürlich dann hat durch Werbepartner, sind dann auch andere Sachen möglich. Und das ist so ein bisschen, was die letzten Jahre halt möglich war. Mhm. Und jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen mehr eskalieren und sagen, okay, jetzt fliegen wir mal nach Neuseeland und machen da irgendwas Geiles oder nach Nepal, nach Kanada. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf, dieses Jahr ein bisschen mehr anzufangen, was das ganze Auslandsthema angeht. Trotzdem, wo du jetzt überall warst, wo ist denn da für dich der schönste Ort in der Natur bisher gewesen? In the wilderness. Es ist schwierig zu sagen, weil es unterschiedliche Sachen gibt. Also auf eine Sache kann ich mich nicht festlegen. Was ich auf jeden Fall sehr, sehr schön finde, ist Madeira. Mhm. So, weil es einfach, es ist halt Insel des ewigen Frühlings, kann man zu jeder Jahreszeit einfach hin und es ist einfach geil da. Hast du zu Fuß in einem Video überquert, ne? Ja. Noch und was gemacht? Vielleicht können wir einen kleinen Spoiler, da ist, es ist noch... Ach, du nimmst ja an dem... Ja, okay. Ja, wir haben, also auf Madeira, es gibt noch ein finales, großes XXL-Abschlussprojekt auf Madeira, was ich noch offen habe, was, ich sag mal so, für die Flüge sind gebucht und es findet nächsten Monat statt. Genau, das habe ich noch offen. Das wird auf jeden Fall sehr geil. Weil es halt sehr abwechslungsreich ist. Du hast krasse Küsten, du hast aber auch regnerisch auf der einen Seite. Und was ich halt liebe, ist einfach oben natürlich auch der Norden. Ne? Also Norwegen, Schweden, das ist alles sehr, sehr
sehr, sehr wild. So, das sind so die beiden Sachen, die ich sehr schön finde. Ach, da bin ich ja froh und Mutes, dass weiterhin gibt, schöner Content. Ja, es gibt noch so viel zu sehen. Also, das ist so, wenn man sich die Karte anguckt, dann merkt man so, pff, ja, ein bisschen, aber da geht noch hast was. Hast du nur die ganze Zeit gemacht. Ja, wirklich, oder? Aber ich sehe ja, du hast nicht gefaulenzt, weil hier sind weitere Play-Buttons von uns. Ne? 100.000 Subscriber. Genau, das ist der allererste, den sieht man sogar noch. Der ist noch im alten Stil gehalten für den Hauptkanal der 100.000er. Ich habe sogar noch einen Ausrüstungskanal, der mittlerweile aber halt im langen, langen Winterschlaf ist. Mhm. Ja, weil irgendwann... Ja. Hier sehen wir mal das Logo auch von Seven vs. Wild. Das habt ihr auch alles, hast du ja auch selber entworfen. Das reine Logo, was hier unten ist, das habe ich mit Max und Johannes tatsächlich zusammen entworfen. Da haben wir uns im Discord getroffen und haben angefangen, wie irre rum zu brainstormen. Aber die Verpackung ist ja auch immer wichtig. Und genau, aber die ganzen Grafiken, also die ganzen Einblendungen, sowas, da hatten wir einen Grafiker für. Und das hat der Grafiker auch quasi als Erinnerung, als Dankeschön für dieses Projekt für uns alle gebastelt. Und deswegen hat das ja auch einen Ehrenplatz für mich. Aber du bist da ja auch sehr, sehr professionell in allem. Man sieht auch dein Merch. Ja, also Regen ist flüssiger Sonnenschein. Ich denke, dein Shop läuft ja auch gut. Ja. Da können wir gleich vielleicht, wenn wir in der Natur ein bisschen spazieren, kannst du mir mal kurz erzählen, wie sich so ein bisschen dein Business zusammensetzt. Klar. Das ist ja nicht nur Ads von unserem Kanal, das ist der Merch. Ja, das sind noch. Und so weiter. Aber ich glaube, ist ja wunderbares Wetter draußen. Es ist herrliches, vernebeltes Wetter. Ich lieb's. Geil. Und dann gehen wir mal ein bisschen spazieren, oder? So machen wir's. In die Natur. Fritz, wir sind im Auto, fahren aus Magdeburg raus. Yes. Warum lebst du in Magdeburg? Ist meine Heimat, hier bin ich geboren, aufgewachsen und bin mit 18 damals dann weggezogen. Ich war in Stuttgart, ich war dann in Berlin, ich war in Potsdam. Und als ich dann selbstständig war und die Selbstständigkeit lief, wollte ich mir immer eine neue Wohnung holen, weil die alte halt sehr, sehr klein war und ich auch dann da gearbeitet habe. Es war auch gleichzeitig Büro und es war nur eine Einraumwohnung. Und da habe ich ein bisschen rumgeguckt und habe mir mal so die Mietpreise in Berlin angeguckt. Und dann dachte ich mir so, na warte mal, wie sieht das eigentlich zu Hause in der alten Heimat aus? Und dann ist mir irgendwann klar geworden, ich habe mir dann schon mehrere Wochen Gedanken gemacht, dass ich irgendwo halt eine Basis brauche, wo ich arbeiten kann, wo ich ein gewisses Umfeld habe, wo ich auch mein Zeug alles lager. Und wenn ich nach Berlin will, wenn ich nach Stuttgart will, wenn ich irgendwo hin will auf dieser Welt, dann kann ich das einfach machen. Aber irgendwo brauche ich halt mein Basislager. Verkehrsinfo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben. Nein. Verkehrsinfo ausgeschaltet. Okay, also dadurch ist es Magdeburg geworden wieder. Genau, also es ist halt, wie gesagt, meine Heimat, Familie, Teil meiner Familie lebt hier. Und ja, deswegen habe ich mich irgendwie da wieder für entschieden. Es ist, hat auch ein bisschen noch was damit zu tun, dass wir haben jetzt, glaube ich, so 260.000, 280.000 Einwohner. Mhm. Also im Vergleich zu Berlin und Co. halt deutlich kleiner. Klar, hier ist nicht so viel los, aber ich mag die Größe irgendwie. Also ich habe hier doch alles, was ich irgendwie brauche. Ich kann aber auch irgendwie 20, 30 Minuten fahren und bin halt irgendwo, wo mir keiner auf die Nerven geht, wo ich auch mal Ruhe habe. Jetzt gerade ist Fahren aber schwer, oder? Weil du sitzt ja auf dem... Fahren? Ich lasse mich gerade gern fahren. Oder fahr Zug. Ja, das hängt damit zusammen, dass du da ein Verfahren gerade hast. Genau, mein Führerschein ist beschlagnahmt, mein Fahrzeug ist beschlagnahmt und aktuell läuft das Ganze noch. Die Zuschauer, die das mitverfolgt haben, wissen, dass ich ja schon einige Sachen zu gesagt habe, kann aber leider aus aktuellem Ermittlungsstand da leider nicht zu sagen, weil sonst oder bisher schon passiert, vieles dann immer gegen mich fallen wird. Also jede Aussage, die ich zu diesem Fall quasi treffe, wird dann mir im Nachhinein komisch ausgelegt und das ist natürlich schade, weil ich gern das mit den Leuten natürlich alles teilen würde. Ich da auch kein Problem mit habe, aber dadurch belasse ich mich quasi jedes Mal selbst. Und deswegen, ja, aktuell ist alles noch am Laufen und Stand jetzt würde sich das wahrscheinlich auch noch lange ziehen. Wie organisierst du dich dann jetzt ohne Fahrzeug? Im Endeffekt fahre ich viel Zug, viel öffentlichen Nahverkehr. Das Problem ist, die fahren natürlich nicht in den Wald, ne? Mhm. Und die fahren, also das ist ja der Gag an der Sache, dort wo ich überall hin will, fährt ja nichts hin. So, das heißt im Endeffekt, die ganzen Touren und Sachen, die mache ich halt nicht alleine, sondern immer mit Freunden oder anderen Leuten zusammen. Und da hat dann halt einer einen Führerschein und dann sacken die mich ein oder ich fahre mit dem Zug irgendwo hin, dann nehmen die mich da mit und ist alles nervig, gerade weil man ja auch oft dann viel Zeug mitschleppt und braucht, wenn man irgendwelche Sachen macht. Aber es geht halt nicht anders. So. Und im Endeffekt habe ich auch immer diesen Spruch, den ich geprägt von der Bundeswehr, nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Man muss sich halt, im Survival muss man sich immer anpassen. Ja, du gehst auch nach Schweden, du wirst da rausgeworfen und dann kannst du auch nicht sagen, ja Moment, aber hier gibt es ja jetzt irgendwie keine Blaubeeren. Hier habe ich jetzt aber gerade irgendwie nur nasses Holz. Naja, du musst dich halt anpassen. Im Endeffekt ist es genau
dort auch so, das ganze Leben besteht daraus, sich irgendwie immer den Gegebenheiten anzupassen und das Beste, Bestmögliche daraus machen zu können. Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren in ein kleines, niedliches Waldstück mit ein bisschen See dran, ungefähr eine halbe Stunde entfernt von Magdeburg. Wir haben hier tatsächlich leider nicht allzu viel in unmittelbarer Umgebung, weil wir sehr viel fruchtbare Böden hier haben, dadurch ist viel Landwirtschaft drumherum. Und genau, aber ich habe so eine kleine Ecke, wo es ganz niedlich ist, wo ich gerne noch öfter mal bin, auch abseits von der Kamera. Und da ein bisschen das Wasser genieße, ein bisschen durch den Wald stampfe, ein bisschen gucke. Ja, was machst du denn den lieben langen Tag so? Das frage ich, frag ich manchmal selbst. Wenn ich meinen Kalender jetzt schon wieder angucke, also Stand jetzt aktuell, wenn ich hier zu Hause im Büro in Magdeburg bin, dann gebe ich gerade gefühlt nur Interviews, Podcasts, E-Mail-Bearbeitung, Tourenplanung und so weiter. Ist gerade krass. Also ich habe jeden Tag gerade irgendwie 3-4 Sachen. Heute habe ich mir den ganzen Tag dafür mal geblockt. Ansonsten streame ich natürlich auch. Und es ist ja auch viel Projektplanung tatsächlich. Ne? Also das ist so ein Projekt, auch so größere Sachen, die sind halt nicht so, ja, boom, wir machen das jetzt, sondern wer ist da drin, wie mache ich das, wie finanziere ich das, was brauche ich dafür, Ausrüstung, Kooperationspartner, alles Mögliche. Und das kostet dann halt viel Zeit. Ansonsten gehe ich halt auch natürlich viel zum Sport. Gerade jetzt seit ein paar Monaten wieder sehr, sehr viel. Ja, du machst gern auch Mixed Martial Arts, ne? Genau, ja. MMA, Mixed Martial Arts, gerade so 4-5 Mal die Woche, das kostet halt auch Zeit. Ist das durch Fabio gekommen oder war das schon immer so eine Passion? Ich hab mich schon seit Jahren dafür interessiert, im Sinne von, dass ich mir immer mal so ein paar Sachen angeguckt habe. Aber irgendwie kam so der Punkt vor, ja, 4 Monaten müsste ungefähr gewesen sein, das war so nach oder kurz vor Seven Wars Bad, in diesem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, boah, irgendwie bin ich in keiner guten Form. Ich muss mal wieder angreifen. Und das ist aber mein ganzes Leben lang so. Ich habe immer Phasen, da mache ich 6 Monate, ein Jahr halt intensiv Sport, sei es Crossfit, sei es Fitnessstudio, sei es irgendwas ganz anderes. Und dann läuft das so aus, dann verliere ich die Lust und dann ist plötzlich so ein Jahr rum und ich merke so, ey, du hast ein Jahr lang nichts gemacht. Also nichts im Sinne von extra Sport. Natürlich, ich mache irgendwie meine Radtouren, ich gehe wandern, ich mache irgendwelche Höllenmarsche durchs Gebirge. Das ist für die meisten ja schon Sport, aber ich rede halt von dem Sport, den ich ganz normal mache, wenn ich irgendwie zu Hause in meiner Heimat bin und einfach, was ich abends mal eine Stunde, anderthalb Stunden irgendwie was mache. Und ja, das fing irgendwie an. Ich brauchte eine neue Herausforderung. Ich mache das jetzt nicht auf Wettkampfniveau, sondern einfach für mich, um Techniken zu lernen, um fit, vital und aber auch, also ich mag halt Sport, wo ich irgendwie, den ich auch anwenden kann. Nicht im Sinne von, ich schlag mich jetzt hier rum, sondern ich bin halt vital, agil. Ich habe Ausdauer, Kraft, also so eine schöne Mischung. Also es bringt mir halt nichts, wenn ich irgendwie aufgebläht bin, pumpermäßig und dann laufe ich 100 Meter einen Berg hoch und denke mir so, meine Muskeln verbrauchen zu viel Sauerstoff. Und tatsächlich ist dieser Kampfsport eine gute Mischung. Ja, es ist viel Ausdauer, es ist auch viel Kraft, es ist viel Technik, es ist auch Selbstbewusstsein mit drin und das ist eine geile Mischung. Mit wem bist du am engsten von den Seven vs. Wild Teilnehmern? Ich glaube... Fabio? Nee, Fabio habe ich da das dritte Mal erst gesehen. Ach so. Fabio habe ich auf dem YouTube-Seminar kennengelernt. Tatsächlich, in Berlin im YouTube-Space. Siehste. Ja, das ist der Wahnsinn. Wir haben uns da kennengelernt, haben gequatscht, waren voll sofort auf einer Wellenlänge, haben dann uns, glaube ich, 1 oder 1,5 Jahre, ich weiß gar nicht mehr gesehen, aber immer Sprachnachrichten ausgetauscht. Wir waren irgendwie wie Freunde. Mhm. Also, und dann haben wir uns, ich glaube, vor 2 Jahren oder so, für eine Fahrradtour verabredet. Gibt es auch ein Video bei ihm auf dem Kanal. Ja. Völlig eskaliert. Wir haben in einer Bankfiliale übernachtet, strömender Regen. Wir sind 340 Kilometer gefahren, den zweiten Tag über 230 Kilometer, völlig mit Schüttelfrost im Hotelzimmer. Wir hatten 5 Platten. Fabi hat irgendwann angefangen, seinen Reifen mit Gras auszustopfen. Es war mal eine reine Survival-Tour, aber absolut geil. Und ja, da dachte ich mir so, ich glaube, der Mann hat das richtige Mindset dafür. So, hier müssen wir jetzt rechts. Genau, aber die Frage habe ich gar nicht beantwortet. Ich glaube, es ist Bommel. Also ich verstehe mich mit allen gut da, aber Bommel kenne ich einfach am längsten. Der ist schon vor der YouTube-Zeit da gewesen. Und ich glaube, alle anderen kamen erst mit der YouTube-Zeit. Ja, definitiv. Und Bommel ist jemand, den ich noch von davor kenne. Ja, und der, glaube ich, auch mit am längsten von allen einfach mit in meinem Leben ist, ja. Und wie du gesehen hast, der war selbst im ersten Video mit dabei. Absolut. Ja. Ja, kann man doch froh sein, dass er nicht von einem Tier da... Das war nur eine Maus. Ehrlich? Ach klar.
das war nur eine kleine Maus, die da ein bisschen an seinem Tarp rumgescharrt hat. Und dann hat sich anders angehört. In der nächtlichen Panik. Nein, du, es ist ja alles gut, so wie er es gemanagt hat. Ja. Aber der Gemeinicke, der kam da ja schon ein bisschen raus. Dann. Ja, der kommt immer mal wieder raus. Das ist, wo ich glaube, das mögen die Leute irgendwie auch ein bisschen. Ich glaube schon, ja. Ich denke, die Mischung macht's. Man muss auch mal ein bisschen frech sein. Auch mal ein bisschen kitzeln, ne? Genau, ein bisschen kitzeln. So. Und dann muss man auch mal wieder ein bisschen streicheln. Kitzeln und streicheln, das ist die gesunde Mischung. 50-50. Steht so im Regiebuch, ne? Von Simon vs. Wild. Klar. Ja, cool. Gucken wir mal gleich, was wir am See noch so rausquetschen aus dem Fritz, ne? Mhm. Also, es ist schon ein unwahrscheinlicher Medienrun gerade, oder? So, ja, ja. Von Anfragen. Ja. Von vorher, nachher. Ja, ist ja von alles. Vorher war nicht viel und jetzt ist es. Heute Kölner Stadtanzeiger. Also, ich habe jeden Tag bin ich gerade immer in der Zeitung. Heute wieder Kölner Stadtanzeiger. Keine Ahnung, dann war ich irgendwo Chemnitz. Dann. Ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt hier in meinen Terminkalender reingehe, ich habe heute schon wieder 3 oder 4 Anfragen bekommen. Sind denn da auch die großen TV-Konzerne dabei, die jetzt dein großes Konzept dir abkaufen wollen? Gibt es da so Sachen bei? Nee, es gibt einige Produktionsfirmen, die immer wieder anfragen, verschiedenste. Und denen sage ich immer so, können wir gerne machen, wenn ihr ein fertiges Konzept habt und einen Sender habt und Budget habt, die ihr das auch wollen. So, aber die kommen halt immer an und sagen, ey, hier, voll geil, willst du nicht mal was mit dem Fernsehen machen? Ich habe mir so, na, habt ihr was oder habt ihr nichts? So, ich bin nicht derjenige, der jetzt mit euch ein Konzept ausarbeitet und ihr pitcht dann mal rum und dann wird wieder nichts draus. Weil du hast mal eben, was hast du eben gesagt, 70.000, 80.000 Euro für eine mega erfolgreiche Staffel. Ja, und da lachen die drüber. Ich glaube, dass in vielen Kreativabteilungen von großen Medienkonzernen andere Budgets für Findung von Konzepten klar. Bereitstehen. Ne? Also, aber ich, da hast du schon wahnsinnig was hingeknallt. Ne? So, ja, also rein fernsehtechnisch gesehen, für das Budget, was wir hatten, ist das krass, was wir da rausgeholt haben. Weil sonst würden die für so eine Folge wahrscheinlich eher so 250.000, 300.000 Euro rechnen pro Folge. Ja. Ne? Und, aber wie gesagt, darum ging es ja auch nicht. Und das war ja auch nur möglich, weil wir ja so ein kleines Team sind. Also weil wir halt einfach 3 Leute im Hintergrund sind. Ich das ja auch komplett gemacht habe, ey, ich zu diesem Zeitpunkt geht es nur um die Realisierung und nicht darum, dass ich jetzt noch Geld damit verdiene. Nur um die Machbarkeit. So, und wenn du jetzt natürlich eine Fernsehproduktion hast, dann will ja jeder da mitverdienen. Jeder Kandidat will mitverdienen, der Fernsehsender, der Redaktionsleiter, der Sender, jeder will ja so. Naja, und dann bist du halt im Millionenbereich. Ja, ist dir das denn wichtig, dich jetzt da alles auszuoptimieren, noch mehr Geld zu verdienen? Nein, Was ist das, Geld? Was bedeutet Geld für dich? Geld bedeutet für mich im Endeffekt Freiheit, das machen zu können, was ich möchte. So, und ich finde es halt geiler, wenn ich halt auf YouTube mit zum Beispiel Max und Johannes oder auch anderen Leuten irgendwie Projekte umsetzen kann, wie ich es möchte, zu 100%, wie ich es möchte, unter den Regeln von YouTube natürlich. Und mich nicht mit irgendwelchen Senderchefs und Redakteuren rumstreiten muss, dass wir das jetzt vielleicht nicht so machen. Oder dass sie für ihre Storyline jetzt plötzlich brauchen, dass ich da jetzt nochmal reingehe. Und ich habe mir so, warum soll ich da reingehen? Das macht keinen Sinn. Cross-Promotion mit anderen Shows dann oder so? Nee, reingehen im Sinne von, wir sind irgendwo in der Situation und die sagen, Fritz, geh mal in die Höhle und mach mal das, du nicht mal das Blatt essen? Ich habe mir so, nein, ich esse das Blatt nicht, weil das macht keinen Sinn. Okay. So, und das mag ich halt nicht. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich nichts gegen Fernsehen und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, bin ich da auch fein mit und mache da auch gerne was. Hast du ja auch Fernseherfahrung? Ja, ich habe schon eine eigene Doku-Reihe gehabt auf dem History Channel. Aber vielleicht halt da noch mal reingehen, warum ist das für dich so, dass da YouTube dir mehr liegt? Du hast es eben gesagt, vielleicht dein Ding durchziehen, Authentizität oder was ist der Unterschied, warum du nicht jetzt jeden Tag im Fernsehen bist und deine Show hast? Ja, weil ich im Endeffekt bei YouTube mein eigener Chef bin und machen kann, was ich will. So, und ich kann auch einfach dort zeigen, was ich möchte. Und wenn ich zum Beispiel, und das ist passiert, das wissen auch meine Zuschauer, Projekte mache und die gehen völlig nach hinten los, dann stehen die beim Fernsehen da und sagen, ja, was machen wir jetzt? Und ich sag mir so, ich mache jetzt eine Abmoderation. Und dann lade ich das so hoch. Weil ja, ich stelle mich jetzt hier hin und ich sage, was schiefgelaufen ist. Und ja, ich sage, wir haben es verkackt. Und das ist der Stand der Dinge. Punkt. So, aber das geht ja im Fernsehen gar nicht. So, und ich habe öfter schon mal Touren gemacht, die halt nicht so funktioniert haben, wie ich sie mir vorgestellt habe. Die ich abbrechen musste, die irgendwas dazwischen kam. Oder wo ich dann auch gemerkt habe, ey, ich mache eine Fahrradtour oder habe eine Fahrradtour gemacht von Berlin vom Brandenburger Tor bis nach Tallinn. Ne, also durch Polen, durch Litauen, Lettland, Estland, 1500 Kilometer, 11 Tage lang. Und was dabei raus und rumkommt, wusste ich ja gar nicht. Das heißt, ich habe gesagt, ich nehme eine Kamera mit, ich filme das und dann gucke ich mal,
Ob das jetzt ein Video wird, ob das ein Dreiteiler wird, ob das ein Sechsteiler wird, ja, keine Ahnung. So, wenn ich jetzt aber beim Fernsehen bin, dann kommen die und sagen, also wir brauchen für das Projekt 5 Folgen. Jede Folge geht genau 45 Minuten. Wir brauchen einen roten Faden drin. Wir müssen immer einen Cliffhanger haben von der Folge. Und ich denke mir so, ja, das ist aber nicht das echte Leben, was ihr hier gerade zeigt. Ihr versucht irgendwas zu konstruieren, damit das für den Zuschauer natürlich spannend ist. Ist auch alles gut, aber es ist halt nicht die Realität, es ist nicht echt. Also wir sind ja jetzt gerade gewechselt von dir zu Hause über die... Ins echte Leben. Ins echte Leben, die Natur. Ja. Wenn man das jetzt mal so verdichten kann, ist ja eigentlich quasi hier in der Natur das Unvorhergesehene, was ja das Spannende dabei ist, auch bei deinem Konzept und Projekt. Und das findet dann eher auf YouTube den Platz als im planbaren Fernsehen, wo die Werbezeiten verkauft werden müssen zu bestimmten Zeiten. Genau, weil im Fernsehen hast du halt deinen Slot, wo du weißt, okay, wir haben für diese Sendung 45 Minuten plus 15 Minuten Werbung, damit wir das dann Donnerstag um 17 Uhr genau reinspielen können. Und ich denke mir so, naja, oder ich mache jetzt einfach meine Tour und dann schneiden wir einfach das Best-of da zusammen, das, die Highlights davon quasi. Und ob das Ding jetzt 30 Minuten geht und eine Stunde 15, das weiß ich vorher nicht. Und das will ich auch gar nicht wissen, sondern ich will ja das Bestmögliche da rausholen. Und diese Freiheit habe ich mit YouTube. Die habe ich im Fernsehen nicht. Aber wie gesagt, soll jetzt das Fernsehen auch nicht zu schlecht reden. Es ist auch völlig okay, wenn da gewisse Richtlinien passen. Aber ich glaube es halt nicht so richtig. Also ich habe natürlich dann auch hohe Anforderungen. Und ich bin mittlerweile auch an einem Punkt, und das war ich auch schon vor Jahren, wo ich halt auch beim Dreh zu Redakteuren und Co. sage, ich so, nein, das werde ich nicht so machen. Und dann sage ich, ja, das müssen wir aber machen. Sage ich, also entweder wir lassen das oder ich fahre jetzt nach Hause. Das ist mir dann auch egal. So, und da kann ich mich an eine gute Szene erinnern. Ging es irgendwie um Lost Place-Aufnahmen, auch für einen großen deutschen Sender, den jeder kennt. Will ich jetzt auch gar nicht nennen. Und plötzlich kommt der Redakteur und packt dort knallbunte Regenjacken aus. Und er meinte so, für den Kontrast zieht ihr so diese Regenjacken an, damit man euch besser sieht, weil es ist ja alles so grau und grau. Und ich gucke ihn an, ich so, soll ich verarschen oder was? Ich ziehe doch jetzt keine knallblaue Regenjacke hier an für die Aufnahme. Doch, doch, das haben wir uns im Konzept so überlegt. Und ich habe gesagt, so, nein, mache ich nicht. Dann stand er da und merkte so, der macht das wirklich nicht. Und habe ich gesagt, also entweder ich lasse jetzt mein Zeug an oder ich fahre nach Hause, ist mir egal. Und dann hat er kurz geguckt und dann hat er diese bunten Regenjacken an die zwei anderen Personen gegeben, die von der Agentur waren, die hatten irgendwie dazu gebucht und haben gesagt, okay Fritz, du bleibst so wie du bist und ihr zieht die bunten Regenjacken an. Und die dann nur, okay. So, also das, da muss ich halt immer wieder zurückdenken und das, ich habe da einfach keinen Bock, mich da zu verstellen und zu verbiegen. Ich bin ein Freund von Dokumentationen, von dem, was passiert. Natürlich kann man das, was passiert, schön aufarbeiten. Du kannst Musik drunter legen, Drohne und so weiter. Man kann, und da bin ich auch völlig offen, bestimmte Sachen auch weglassen. Also indem, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Abenteuer zeige, dann muss ich halt die Anreise nicht zeigen und sonst was. Oder vielleicht fahre ich mal irgendwo dran vorbei, wo jetzt plötzlich ein Haus zu sehen ist, wo ich sage, ach komm, fürs Feeling, das Haus müssen wir nicht mit reinschneiden. Also inszenieren quasi, ne? Ist es ja auch ein bisschen. Genau, ich bin kein Freund davon, einfach so... Ja, zu Sachen, so, du gehst jetzt da rein, weil das steht so im Drehbuch. Ja, okay. So, sondern klar, wir wollen das alles schön und hübsch machen und schick. Und ich laufe für dich, wenn du für die Aufnahme das brauchst, auch noch mal kurz da lang. Alles gut. Aber trotzdem sollte das, was wir dir da zeigen, irgendwie die Realität sein. Wenn wir es als Realität verkaufen. Ne, wenn wir ein Video, wenn wir einen Spielfilm drehen oder eine fiktive Serie, dann ist das ja völlig okay, Drehbuch, klar. Aber ich hasse es, und da gibt es leider so viel, irgendwelche Shows und Dokumentationen, die auf echt machen und es ist dann einfach nicht echt. Und ich habe mir so, da krieg ich irre. Du bist hier in der Natur und das ist ja Bushcraft, ist ein Genre, was du auch mit in Deutschland mit deinen ganzen Kolleginnen und Kollegen immer größer gemacht hast, auch durch Seven vs. Wild. Ja. Wirst du denn da weitermachen? Wir haben eben auf die Landkarte gesehen und da sind ja noch einige Punkte, die nicht so von dir entdeckt sind. Also für mich hört sich das so an, als wenn du noch ganz viel Zukunft in diesem Genre und auf diesem Kanal hast. Ja, absolut. Also wir hatten ja vorhin das Ganze schon mal so ein bisschen angeschnitten, auch zum Thema, dass es manche Leute gibt, die ausbrennen, die aber nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Genau, ist gerade... Für mich ist irgendwie so, die ganze Welt ist so ein Riesenspielplatz. So, ja. Ich bin auch generell ein Typ, der das Leben manchmal nicht allzu ernst nimmt. So, auch gewisse schwierige Situationen, ja, dann komm, scheiß drauf, dann lachen wir drüber und machen wir weiter. Von daher, es gibt noch so viel zu machen, so viel zu entdecken. Das kann aber auch hier sein. So, ne? Also ich muss nicht unbedingt zwingend
zwingend ultra ins Ausland, um irgendwie neue Projekte zu machen, aber ich habe natürlich auch Bock drauf. Und für Zukunft in meinem Kanal soll es halt einfach eine gesunde Mischung sein. Ne? Also ich mache auch wieder gern Projekte hier irgendwie in der Heimat, in Deutschland irgendwie, aber ich will auch ein bisschen mehr noch von der Welt sehen und die Leute halt einfach mitnehmen. Ja? Also langweilig wird es, glaube ich, nicht die nächsten Jahre. Kannst du dir auch mal vorstellen, im Ausland zu leben und sich da irgendwo... Nee. Also dieses Thema Auswandern war schon immer mal wieder Thema oder einfach so gedankenmäßig im Kopf. Aber der Punkt ist, dass ich schnell merke, dass ich so 2-3 Wochen, das ist so meine Zeitspanne. Und dann denke ich mir, jetzt reicht's auch wieder. Also 3x7 Tage. Ja, ne? Also ich bin ja auch, wenn die Leute mich verfolgen, nicht der Typ, der jetzt ein halbes Jahr lang umherreist und eine Weltreise macht. Ja. Also klar, ich habe ein halbes Jahr im Auto gelebt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber sonst bin ich halt, ob es nur in Schweden ist oder sonst wo, ist immer so, ich bin mal eine Woche weg, 2 Wochen weg. Und wir machen jetzt eine Tour und ein komplettes Abenteuer und dann ist auch wieder gut. Und dann bin ich auch gerne wieder hier, dann habe ich meine Freunde, Familie, ein bisschen Erholung, vorbereiten, planen und dann... wieder was Neues. Wie ist denn das? Wie kriegt man das denn unter den Hut, ja, das Privatleben fernab vom Kanal? Also das ist ja bestimmt noch eine Challenge, wenn man viel so Projekte macht. Ja, absolut. Also ich denke, jeden, den man irgendwie da in seinem Umfeld hat, Familie, Freunde, Partnerschaft, was auch immer, muss das halt akzeptieren. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn man Menschen hat, die damit nicht klarkommen, ja, dann kannst du dir überlegen, ob du dich denen anpasst und dein Lebensstil veränderst oder ob du die aus deinem Leben halt entfernst, so hart es klingt. Aber ich denke, dass jeder in meinem Umfeld das akzeptiert und wenn ich dann halt einfach mal 3 Wochen weg bin, dann ist das so und das ist Teil meines Lebens. Dafür, wenn ich dann halt hier bin, wieder 1, 2, 3 Wochen, ist halt die Zeit auch hier wieder kostbar und intensiv, weil ich mir natürlich auch dann gern Zeit nehme. Also das geht, das kann man alles miteinander vereinbaren, aber muss man ein bisschen managen und akzeptieren können. So. Jetzt bist du da 2016, lebst du von YouTube. Und was machst du denn für dein persönliches Wellbeing, Digital Wellbeing oder dein Arbeits-Work-Life-Balance? Wie kriegst du das hin? Also größtenteils, dass ich natürlich immer Entscheidungen treffe, mit denen ich glücklich bin. Also indem ich halt Projekte mir suche, Kooperationen annehme, wo ich sage, okay, da bin ich happy mit, das ist gut, ich habe da Lust drauf, indem ich mir natürlich auch mal irgendwie Auszeiten gönne, wenn ich sie brauche, aber generell, ja, bin ich irgendwie der Typ, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Also das, was ich dort mache und zeige, ob es nur Streaming ist, ob es nur die Abenteuer sind, ob es Videodreh oder was auch immer ist, das bin ja einfach ich. Das ist ja nicht, ich mache das, weil ich das machen muss, damit ich irgendwie mein Geld verdiene, das passiert automatisch nebenher, das ist auch schön, aber weil auch oft immer die Frage kommt so, ja, was machst du denn nach YouTube? Und ich denke mir, was für nach YouTube? Das ist mein Leben. Also was, oder willst du nicht irgendwann mal finanziell durch sein, so nachdem, dass du da fertig damit bist? Ich denke mir so, hä? Also irgendwie habt ihr es nicht ganz verstanden, dass das, was ich da mache, ist meine Passion. Das ist das, was mich glücklich macht. Also warum sollte ich damit aufhören? Da habe ich ja mal eine Frage zu. In einem Q&A hast du mal gesagt, als Träume möchte 1 Million Subscriber erreichen. Hast du geschafft. Und Millionär werden. Ja. Wie sieht es denn da mit diesen Zielen aus? Du hast den zweiten Kanal jetzt auf fast 700.000 gezogen, ne? Oder 600, den Fritz Live? 560 ja, waren es. Sagen wir mal 500.000. Ja. Der andere ist schon über 1 Million, fast an der 2. Ja. Über Geld redet man nicht, aber du bist seit 2016, lebst du von YouTube und sicherlich war Seven vs. Wild auch nicht unzuträglich in deinem Business. Du hast einen eigenen, sehr gut laufenden Webshop. Wo sind so deine Einkommensstränge so oder Einkommensbereiche? Ja, also im Endeffekt sage ich immer, das ist so ein bisschen wie so ein Säulensystem, was man sich vorstellen kann. Natürlich ist da jeder unterschiedlich stark, ja, unterschiedlich groß, aber man hat halt irgendwie die YouTube-Einnahmen, die direkt über AdSense kommen. Man hat die Kooperationen, die kommen, die so bei YouTube, aber auch auf anderen Plattformen sind. Man hat irgendwie seinen eigenen Merchandise, wo ich natürlich auch eine Firma habe. Damit habe ich übrigens selbst damals alleine angefangen. Ich habe die Sachen selbst eingekauft. Ich habe mir die Barcode selbst gekauft und an meinem Home-Drucker ausgedruckt. Ich habe das selbst verpackt. Also ich habe da wirklich auch im Urschleim irgendwie angefangen und habe das dann halt irgendwann abgegeben, weil ich 3 Tage die Woche nichts anderes mehr gemacht habe und gemerkt habe, so, das killt meine Zeit einfach. Dann das Thema Affiliate-Programme, also provisionsbasierte Sachen.
ich habe einen Rucksack, dies, das. Die Leute können auf den Link klicken und ich kriege halt dann ein paar Cent oder Euros, weiß gar nicht, wie viel das ist, halt ein bisschen was ab. Und wenn es natürlich viele machen, dann sammelt sich da auch ein bisschen was zusammen. Und so hat man so unterschiedliche Säulen und die, das schwankt natürlich auch. Ne? Also ist ja ganz klar, du hast manchmal gerade so im November, Dezember, wo viele Weihnachtsgeschenke kaufen, ist dann zum Beispiel ein Affiliate-Programm eher ein bisschen höher, weil die Leute darüber ihren Liebsten irgendwie da ein paar Sachen raussuchen. Kooperationsanfragen sind völlig wirr, unterschiedlich, mal mehr, mal weniger. YouTube hängt natürlich auch damit zusammen, welche Jahreszeit wir haben und was ich halt natürlich an Videos bringe und wie die performen. Ja. So, ne, wenn ich sowas wie Seven Worlds Wide habe, was natürlich da millionenfach aufgerufen wird, das sieht dann schon ganz schmackhaft aus. Und dann gibt es natürlich aber auch wieder Phasen, ja, wo ich dann halt vielleicht gerade mal ein bisschen weniger Videos mache, weil ich gerade ein anderes großes Projekt vorbereite und da ist dann ein bisschen weniger und dann, ja. Bist du eine One-Man-Show oder hast du ein Management oder? Nee, ein Management. Mitarbeiter? Ich habe keinen festen Mitarbeiter, ich habe auch kein Management. Ich habe jetzt ganz frisch und neu seit diesem Jahr 2022 einen Kameramann, mit dem ich zusammenarbeite, beziehungsweise einen Videografen, der quasi filmt und schneidet und Drohne und alles komplett macht. Das ist für mich so dieser Step nach Seven Worlds Wide, den ich jetzt ausprobieren möchte, um zu sagen, okay, qualitativ, was können wir rausholen? Lass mal jetzt noch mal gucken, was wir da, wie wir das machen können. Ob das mich über die Dauer glücklich macht, ob das funktioniert, das kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt gar nicht sagen, sondern das teste ich aus. Mhm. So, die ersten zwei Projekte sind durch, bin ich sehr happy drüber. Das erste große Projekt, wo wir mehrere Tage zusammen auch im Ausland unterwegs sind, steht quasi nächstes Mal in den Startlöchern. Und dann werden wir einfach mal sehen und tasten uns daran. Und vielleicht führt es auch dazu, dass in einem halben Jahr ich ihn fest bei mir einstelle. So. Aber ansonsten habe ich Stand jetzt niemanden fest eingestellt. Ich habe verschiedenste Leute, mit denen ich immer zusammenarbeite. Ne? Ich habe natürlich auch einen Steuerberater, der das für mich macht. Ich habe die Jungs und Mädels von meinem Online-Shop, mit denen ich das alles zusammen mache. Ich habe Max und Johannes, mit denen ich Hand in Hand den Live-Kanal mache, aber auch so Einzelprojekte. Und manchmal übernehmen die auch so ein bisschen Managementaufgaben, Kooperationsgeschichten, wenn die damit involviert sind. Aber ich habe keine klassische Firmenstruktur im Sinne von, ich habe jetzt irgendwie Mitarbeiter und Büroflächen. Also habe ich nicht. Was mit Staffel 2, Seven vs. Wild? Die meistgestellte Frage derzeit wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Mittlerweile ist es ja keine Frage, die mehr gestellt wird, sondern es ist festgestellt. Also die Leute haben einfach festgelegt, es wird eine zweite Staffel dafür geben. Ist doch schön. Und die Leute bewerben sich schon alle wie die Irren. Du nimmst doch deine Und das möchte ich übrigens so nicht. Das muss ich immer ganz kurz sagen. Ich möchte nicht, dass ihr euch bewerbt. Mein E-Mail-Postfach explodiert einfach. Und ich habe schon einen Aufruf gemacht, dass ich gesagt habe, hört auf damit. Es steht noch nichts fest. Aber zu dem Thema Staffel 2. Wir haben schon die ersten Meetings gehabt, wo wir einfach erstmal ausgewertet haben. Also einfach mal geguckt, ey, was lief gut, was lief schlecht, was wollen wir verändern. Das sind auch viele interne Sachen. Also zum Beispiel, ey, wir müssen mehr Zeit für die und die Vorbereitung nehmen. Wir brauchen statt zwei Akkus, drei Akkus und auch so Kleinkram. Aber natürlich auch gewisse Sachen, die jetzt genau das Format betreffen. Und Stand jetzt sind wir noch in zwei großen Überlegungsgedanken, die natürlich dann den Weg vorgeben für eine eventuelle zweite Staffel. Die kann ich ja gerne mal hier teilen an der Stelle. Und zwar einmal ist der Punkt, bleibt man bei einer Solo-Variante, so wie wir es jetzt hatten, oder bei einer Tech-Team-Variante, also Zweier-Teams. Bei dieser Tech-Team-Variante ist dieser komplette Isolationsgedanke natürlich weg. Ich habe mir mal ein paar Sätze aufgeschrieben und aus der Staffel. Und da ist bei fast allen Teilnehmern die Isolation als das größte Problem. Genau. Ist richtig, der würde wegfallen, aber man hat es ja schon gesehen, die Isolation. Okay. Also was ist ja der Punkt, wenn man jetzt wieder sieben Tage lang raussetzt, ist das dann überhaupt für einen selbst, für den Zuschauer, für das Projekt nochmal spannend, weil man kennt das ja alles schon. Was kommen vielleicht für Probleme, wenn man zu zweit ist? So, weil wenn wir natürlich eine Tech Team Edition machen sollten, dann ist das nicht hier, wir schicken zwei Freunde los. Sondern da werden natürlich dann irgendwie zwei Leute zusammengematcht, die vielleicht überhaupt nicht zusammengehören, die sich noch nie gesehen haben, die sich nicht kennen. Und wer weiß, was da halt. Okay, weil der eine sich dann auf den anderen verlassen kann, der eine arbeitet mehr als der andere und dann kommen vielleicht Probleme und Reibereien auf. Genau, da könnten ganz, ganz neue Sachen kommen, die sehr spannend sind, die wir so noch nie gesehen haben. Und deswegen ist so dieser Grundgedanke, Tech-Team ist größer, mehr Aufwand, komplexer, aber bringt vielleicht Sachen zum Vorschein, die wir so noch nicht gezeigt haben. Bei einer Solo-Edition, das haben wir gerade schon gemacht, könnte auch wieder cool werden, gehe ich auch stark von aus. Aber die Leute kennen es schon so ein bisschen. Das ist so dieser erste Grundgedanke, wo wir eine ganz klare Entscheidung treffen müssen. Und der zweite Grundgedanke, wo wir uns entscheiden müssen, ist,
belässt man es stark bei den Basics, wie wir es jetzt haben, im Sinne von, es kommt wirklich stark auf Überlebens, Sammeln, Suchen, sonst was an? Oder bringt man ein bisschen mehr Gamification rein? Kleines Beispiel. Tageschallenge Nummer 4 oder was auch immer, ist plötzlich, du kriegst eine Schatzkarte. Jeder kriegt eine Schatzkarte. Und, nochmal anders gesponnen, du hast vielleicht irgendwo eine Uhr, die klingelt, bupp, bei allen gleichzeitig. So, dann öffnest du die Challenge und es heißt irgendwie, an der und der Stelle, Nordost, 500 Meter, befindet sich ein Schlüssel. Dann rennst du dahin. Der Schlüssel ist plötzlich festgebunden an zwei schweren Kanistern, vollgefüllt mit Beton, die viel wiegen. Und da ist eine zweite Schatzkarte, die heißt, der Schlüssel passt zu dem Schloss in einer Kilometer Entfernung im Norden. Und dann musst du anfangen, also weißt du, worauf ich hinaus will? Und da ist zum Beispiel eine Kiste, die machst du auf. Also eine bisschen kompliziertere Schnitzeljagd. Genau. Okay. Also quasi so Gamification, so Questmäßig, wo du sagst, okay, vielleicht können die Leute sich auch Essen freispielen oder neue Gegenstände oder... Also das ist eine zweite Grundsatzentscheidung quasi. Lässt man es basic bei den reinen klassischen Überlebenssachen, wie man es jetzt hat, einfach nimm deine 7 Gegenstände, geh raus und mach was. Oder versucht man durch Gamification noch so spannende Sachen, so ein bisschen Schnitzeljagd, du hast die Aufgabe, sammle 3 Sachen, du musst unterwegs sein, plötzlich, keine Ahnung, die Lager switchen, du musst die Ausrüstung mit deinem anderen Typen tauschen und... Was das genau wird, ist eine andere Frage. Ich glaube, es geht aber um den Grundsatz, will man das oder will man das nicht? Ja. Und das sind diese zwei Weichen, die wir final entscheiden und stellen müssen, um dann in die Detailplanung reinzugehen. Spannend. Und das macht ihr so in kleinen Teams über mehrere Tage, mal ein bisschen kreativ sich austauschen, sacken lassen und dann... Genau. Okay. Hast du dir einen Zeitpunkt gesetzt, wo das abgeschlossen sein sollte? Also tatsächlich sehe ich, wenn eine zweite Staffel kommen sollte, die wirklich genau ein Jahr später. Ja, und das Timing wieder ähnlich werden wahrscheinlich. Genau, ne, bei den wieder im November und Dezember, weil alles andere wäre jetzt einfach völlig überhastet und zu schnell. Und das, es muss ja vorbereitet werden, es muss alles, die Leute müssen organisiert werden, es muss dann irgendwann auch gedreht werden. Es ist wahrscheinlich noch mehr Schnittaufwand. Also, und ich glaube, auf YouTube hast du ja auch eines gelernt, und zwar das Timing, also die wiederkehrenden Sendezeiten und den Rhythmus, dass die Leute wissen, ah, es ist Herbst, jetzt kann ich mir das wieder anschauen. Oder November, Dezember zum Beispiel. Ne? Genau, also klar, wenn die Leute das jetzt im Januar hören, denken die so, oh, ich will nicht warten. Ich will jetzt nicht bis November warten. Aber wenn man mal an Serien aus Streamingdiensten, boah, ich rutsche weg, aus Streamingdiensten oder auch ans Kino denkt, naja, da kommt Teil 2 jetzt auch nicht 2 Monate später. Das dauert halt ein bisschen. Ja. Und ich glaube, das wäre natürlich auch ein Punkt, worauf die Leute sich freuen. Und eine Sache, die muss ich noch sagen, bei diesen 2 Entscheidungen, diese 2 Weichen, die man stellen muss, es wird Leute geben, die werden es nicht gut finden, und es wird Leute geben, die werden es gut finden. Egal, für was du dich entscheidest. Also, das ist klar, wenn Leute jetzt Kommentare schreiben, man Umfragen macht und so weiter, es wird eh jeder eine andere Meinung haben. Und ich glaube, was einem auch bewusst sein muss, Staffel 1, Seven vs. Wild, ist ein so spezielles Ding, das wird es nie wieder so geben. Weil es das einfach jetzt auch schon einmal gab. Das heißt, alles, was ich jetzt mache, sei es eine zweite Staffel, wird sich immer mit der ersten messen. Leute werden kommen, ah, damals, das war viel cooler und da war alles noch so neu und jetzt müsst ihr hier mit Tech-Team und bringst du die so, ah, das haben wir doch alles schon gesehen, das ist doch das gleich wie in Staffel 1. Also das muss einem einfach klar sein, dass man da natürlich ein bisschen, von den Leuten natürlich auch, man kann es denen nicht allen recht machen, aber das kann man nie. So. Und da habe ich auch noch nie zu 100% den Wert drauf gelegt, sondern meine Intention war immer, ich will mein eigener Zuschauer sein. Das, was ich an Videos kreiere, muss mir gefallen, als wäre ich mein größter Fan. Ja. Das ist immer so die Intention, die ich habe. Und wenn mir das gefällt, dann sage ich, ich finde das ein geiles Projekt, das ist ein geiles Video geworden und jetzt raus in die Welt damit. Ich habe mir 2-3 Sätze aufgeschrieben, so aus der Staffel beim Gucken. Absolute Stille und absolut krass. Ja, und das ist ja, eigentlich ist es ja auch so ein bisschen eine philosophische Sendung gewesen. Also, Langeweile ist der Feind der Isolation, ist ein Satz. Weißt du von wem? Haben einige gesagt. Also, ich glaube... Langeweile? Nee. Das klingt so nach Fabio irgendwie. Nee, Fabio nicht. Ich glaube, es war... Okay, aber... Da muss ich nochmal genau schauen. Ja. Ich dachte, du wüsstest jetzt auch. Also, ich habe jetzt nicht den Namen hingeschrieben. Ja, scheiße. Den nächsten. Wenn du eins mit der Natur sein willst, dann musst du die Natur sein. Ja.
Der ist von mir. Der ist von dir. Da habe ich, ne, glaube ich, angefangen, so mit Heidelbeeren mir so Kriegsbemalungen auf die Finger zu malen. Ja, ja, also aber das ist so. Oder, jetzt kommt ein Fabio, wir leben in einer Plastikwelt. Geil. Sind völlig lebensunfähig ohne Supermarkt. Das ist nur eine Scheinwelt. Das geil. Wenn ich das jetzt gerade so, ja, voll so höre, stelle ich mir so richtig so ein, wie so ein Bildband vor, wo so ein Bild von Fabio ist daneben, einfach so dieser Satz als Zitat. Oder so. Ja, er saß da vorne, ja, auch am Ufer und hat, ja, über die Familie philosophiert und wen er vermisst. Und, ja, und also das fand ich halt auch stark, dass ihr durch eure Isolation und eure Zeit mit euch selbst, ja, einfach krass ins Philosophische auch, ja, abgerutscht, ja, seid. Ne? Und das... und das hat einem dann selber, wenn man in seinem Wohnzimmer sitzt oder im Auto oder wo auch immer und sich das anschaut, nochmal auch wieder, du hast es eben auch schon mal gesagt, so auf sich selber einen reflektierenden Blick geworfen. Die Zeit war krass reflektierend dort, weil du einfach, es gab keine Ablenkung, also es gab Ablenkung im Sinne von, du hattest einmal eine Tageschallenge so, aber ansonsten hattest du so viel Zeit mit dir selbst und deinen Gedanken, dir blieb gar keine andere Wahl, als irgendwie zu reflektieren und über gewisse Sachen nachzudenken. Nächster Satz. Worauf kommt es im Leben wirklich an? Ein gutes Umfeld und was Geiles zu essen. Das von mir, glaube ich. Ich glaube eher Chris, aber ich weiß es nicht mehr. Genau. Können auch beide gewesen sein. Diese Wortwahl. Laut auch bei dieses und was. Die Wort ist ein bisschen kürzer gewählt. Ich glaube eher dann Chris vielleicht, oder? Nee, ich glaube, dieser zweite Punkt, dieses und was Geiles zu essen. Das, aber gut, wer weiß. Das ist, ja, stimmt. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Ja. Oder in die Podcast-Notes. Nee, da kann man nicht schreiben. Ne? Gibt es Kommentare bei Podcasts? Da doch schon, oder? Der läuft auf YouTube auch. Im Ach so, Podcast. Na siehst du, ja, dann klar. Könnt ihr überall die Kommentare. YouTube Creator Blog, also Creator Kanal. Müssen wir nochmal in die Shownotes packen. Schön ist die Natur, aber fucking einsam. Ich glaube, Martin. Ja. Ey, ohne Scheiß. Guck mal, das ist geil. Wir sind gerade hier unterwegs und ich kriege gerade voll so einen kreativen Gedanken. Das könnte man fast wie so ein kleines Spiel machen. Ja, ich ärgere mich auch gerade. Da könntest du ein eigenes YouTube-Video draus machen, wo du dieses Zitat einblendest. Dann hast du so 5 Sekunden Überlegungszeit, ja, und dann kommt einfach die Originalszene. Ich habe das in ein Buch geschrieben und das habe ich ins Handy umgetragen. Im Buch stehen die Anfangsbuchstaben, hier nicht mehr. Ich bin ein Penner. Aber, geil. Ja, mach das mal. machen wir noch einen. Mhm. Die Welt braucht keine Mücken. Der ist nicht von mir, obwohl ich viel Mücken hatte. Auch von euch, von zweien. Also du warst es auch. Ja, vom Thema, aber rein von der Formulierung her. Ach so. Ist es, glaube ich, entweder ist Martin oder Chris gewesen, glaube ich. Na, ich glaube Chris. Ja, also es war sehr, sehr philosophisch teilweise. Also, geil. Du hast aber auch bei deinem philosophischen Moment gesagt, was du für Gedanken im Kopf hattest. Nämlich, ob du zwischen der Wahl jetzt sterben oder, ja, für immer hier bleiben. Das war eine krass. Antwort gegeben. Habe ich keine Antwort gegeben? Nee, wie denkst du darüber? Habe ich die nicht gegeben in der Sendung? Ich glaube nicht. Also, und auch im Reaction-Video nicht. Also, da bin ich gar nicht. Also, was willst du denn jetzt machen? Ich würde den Tod wählen. Ja, ich, okay, dann habe ich das nicht beantwortet. Weil ich habe mich auf jeden Fall damit beschäftigt. Ich würde den Tod wählen tatsächlich. Also vielleicht, um nochmal die Hörer und Zuschauer abzuholen. Es ging darum, dass ich mir den Gedanken gestellt habe, wenn ich jetzt irgendwann im Sterbebett liegen würde und ich könnte mich dafür entscheiden, zu sagen, ich sterbe jetzt, oder ich gehe zurück in diese Situation, alleine mit 7 Gegenständen ausgesetzt, isoliert zu sein für den Rest meines Lebens. Niemand. Nur ich allein in der Welt. Für immer. Würde ich mich für den Tod entscheiden. Warum? Wahrscheinlich können es die Leute nur nachvollziehen, die selbst so eine lange Isolation erlebt haben. Also was... Guck mal, im Leben geht es ja immer darum, am Ende von allem, was du machst, glücklich zu sein. Wenn du Geld verdienst, verdienst du Geld, damit du dir was leisten kannst, einen Urlaub. Den Urlaub machst du, damit du glücklich bist, weil es dir Spaß macht. Oder weil du ihm was schenken möchtest, weil du was essen möchtest und so weiter. Aber im Endeffekt läuft ja alles immer auf das Thema Glück hinaus. Und für immer alleine zu sein, für immer isoliert zu sein, nee. Ich glaube, weiß nicht, ob das dann Psychopathen sind, die darauf Bock haben, aber... Ja, aber wer weiß, vielleicht kommt dann doch noch ein Bär um die Ecke, mit dem du dich anfreundest. Nee, das war ja nicht das Szenario. Das Szenario, okay, war, du bist für immer alleine isoliert. So, und ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die gern mal alleine sind. Ich brauche auch immer gern mal Zeit für mich. Aber wenn die Wahl ist, für den Rest deines Lebens, obwohl du ja schon im Sterbebett liegst, ein bisschen komisch, aber für viele, viele, viele Jahre, also es kommt nie jemand anders, du bist immer alleine. Das ist kein Leben. Das ist einfach kein Leben. Alles, was du machst, alles, was du siehst, kann noch so schön sein, kannst du mit keinem teilen. Vielleicht ist es bei mir auch so, und das merkt man auch an YouTube, ich teile ja gern meine,
meine Gedanken und was ich halt irgendwie so habe, was ich erlebe, das ist ja auch irgendwie mein Job, was ich da mache. Und das kann ich ja dann auch nicht mehr. Ich kann es ja nicht mal mit einer Person teilen, weil ich mit der zusammen gerade den Sonnenuntergang angucke. Ich bin immer komplett alleine und das ist kein Leben. Das ist einfach kein Leben. Interessant. Wie reagierst du auf Kritik? Die hast du auch in einigen Videos schon mal behandelt. Was macht das mit dir? Also was für Gefühle erzeugt das in dir? So, weil du bist ja immer relativ straight in den Videos und sagst, ist mir scheißegal. Manchmal werde ich auch ein bisschen salzig in meinen Streams, weil ich mich dann reinsteige. also ich glaube, generell muss man da ein bisschen unterscheiden zwischen mehreren Varianten. Also Variante 1 ist es jemand, der einfach nur Hass da lässt, Hate. So, damit komme ich ziemlich einfach klar, weil das ist, das kann ich gar nicht für voll nehmen. Wenn jemand schreibt, du bist doof, das ist alles scheiße, dann denke ich, okay, komm. Der zweite Punkt, und da komme ich immer ein bisschen schwierig drauf klar, ist, wenn jemand, ich sage mal, Kritik oder Sachen äußert und ich aber merke, ihm fehlen Informationen, also er sagt dort Sachen, er behauptet dort Sachen, die halt einfach nicht der Realität entsprechen, weil ihm gewisse Informationen fehlen, weil er vielleicht nicht alles gesehen hat, nicht richtig zugehört hat oder manche Sachen einfach nicht weiß, weil er nicht mit dabei war. So, und dann denke ich immer so, ich weiß, was du meinst, du hast auch in einer gewissen Art und Weise recht, aber es stimmt halt trotzdem nicht, weil so und so, aber du weißt das nicht. Das ist ein bisschen fiktiv gesagt. Und ansonsten, wenn Leute Kritik, Feedback dalassen, hey, bin ich happy drüber. Ich kriege natürlich auch nicht 100% immer alles mit, aber ich hole mir viel, viel lieber Feedback ein von Menschen, die ich kenne, wo ich weiß, die haben irgendwie auch ein berechtigtes Interesse, das zu äußern. Und da habe ich auch ein gewisses Vertrauen. Also wenn zum Beispiel ich irgendein Videoprojekt mache und ich kriege ein Feedback von Max und Johannes, mit denen ich zusammenarbeite, die mich kennen, die Szene kennen, dann hat das für mich eine höhere Gewichtung, als wenn irgendjemand, der damit nichts zu tun hat, der wahrscheinlich noch nicht mal draußen im Wald war, der noch nie eine Kamera in der Hand hatte, mir jetzt da irgendein Feedback gibt, wo ich denke, ja, ist es lieb und nett gemeint, alles gut, aber so, mach's mal alles selber, dann weißt du selber, dass das nicht funktioniert. Also da werden auch manchmal so, ja, mach doch mal Seven vs. Wild, aber einen Monat lang in der Wüste. Ja, können wir machen, können wir auch lassen. Also da sind dann immer so oft Sachen dabei, aber ja, man muss wieder das Positive rausnehmen. Und das Positive aus dieser ganzen Geschichte ist ja, es interessiert die Leute, es fesselt die Leute. So, wenn die Leute ihre Meinung kundgeben, wenn die mal ihr Feedback dalassen, dann heißt das ja irgendwie, du hast einen Trigger bei denen gefunden, du hast die bewegt. Mhm. Ich meine, das Schlimmste ist doch, du lädst was hoch, das hat 1 Million Aufrufe und du hast 3 Kommentare. Mhm. Da merkst du doch, irgendwas hat er überhaupt nicht gezählt. Also, hä? So, und in dem Moment, wo spekuliert, mach doch lieber so, mach das so, merkst du, okay, die sind selber mit dabei, die wollen, die finden es irgendwie auch geil, aber die wollen es vielleicht ein bisschen anders oder die finden das nicht gut. Weil auch wenn Leute zum Beispiel jetzt negative Kritik äußern, weil sie sagen, oh, das und das ist scheiße, dann zeigt es ja, dass die sich damit beschäftigen und dass die das irgendwie wollen, dass es doch anders ist. Und das Schlimmste ist doch, wenn es den Leuten alles egal ist. Ganz schön ruhig hier gerade, wir sind ja hier mitten. Ja, wir sind vorne auch gleich an so einer Spitze, wo wir geil aufs Wasser gucken können. Ja, ich wollte nur eine Sache fragen, weil es hier gerade so ruhig ist. Die Naturverbundenheit. Ja. Wir sind eben in den Wald gegangen, außerhalb von Magdeburg. Und ich habe sofort so ein Lächeln gesehen auf deinem Gesicht. Du hast so... Erstmal atmen, aus dem Auto raus. Atmen. Ja, atmen. Woher kommt das? Also ist das irgendwas in deiner Kindheit oder... Also ich bin schon immer als Kind auch viel draußen gewesen irgendwie, durch den Dreck geräubert und irgendwie Kram gemacht. Ich war viel in der Natur durch meine Großeltern, weil wir irgendwie immer wandern waren. Das waren so die Urlaube. Ich bin durchs Geocachen damals mit so 22, 23 wieder reingekommen, viel draußen in der Natur unterwegs zu sein und irgendwo rumzuturnen. Ich habe aber auch meine Zeit hinter mir oder auch jetzt wieder neu, wo ich auch Computerspiele mache und digital rumhänge. Ich brauche auch hier wieder diese Mischung. Wenn ich nur hier draußen bin, wochenlang, dann denke ich mir so, ich will jetzt auch mal wieder rein. Ich will auch mal wieder... Kann ja ganz schön laut werden, die Natur, ne? Ja, ich will mal wieder eine heiße Wanne, könnte ich mir auch wieder gönnen und ich will was Geiles zu essen und irgendwie auch mal wieder ein bisschen streamen. Ich bin, glaube ich, generell vom Mensch her einfach ein Typ, der diese Kontraste braucht. Wenn es zu eintönig wird, egal in welche Richtung, wird es mir zu langweilig. Und deswegen liebe ich das, hier draußen zu sein, frische Luft zu tanken. Zeig uns mal deinen See. Und auch bei Nebel unterwegs zu sein und ja, auch das. Was mir halt auch aufgefallen ist, war beim Gucken, dass du quasi auch ein Genre erfunden hast auf YouTube, die On-Demand-Serie im Free,
also frei empfangbar. Es gab ja Angelcamp, Live, Knossi und ganz viele andere Live-Events. Aber dass jetzt über 2 Monate diese Serie immer weiter sich aufgebaut hat, ja. Ich denke, da bist du ein Vorreiter. Ja, genau, du hast ja gerade schon angesprochen, im Livestreaming-Bereich gab es halt, ne, Trimax und Amar mit Teammates, auch von Marius angeschrien, die ganzen Camps von Knossi, Sido, Sascha, Moneymark und so weiter. Alles geile Dinge, war so eine richtige Revolution, aber auf YouTube gab es irgendwie sowas weniger. Ne? Also wenn du jetzt jemanden gefragt hast oder gesagt hast, ey, ich habe da eine Idee, YouTube, 16 Folgen, jede Folge so 45 Minuten bis eine Stunde, sagen die auf YouTube. YouTube ist doch das mit diesen kurzen 10-Minuten-Videos, oder nicht? Und ich sag mal, es gibt ja auch Kanäle und Formate, wo jemand ein Format hat und dann kommt immer wieder mal eine neue Episode. Aber das ist keine in sich geschlossene Tour, Handlung, Projekt, sondern die haben halt ein Format und dann drehen die eine Folge und in 2 Minuten drehen die noch eine Folge und dann kommen die irgendwann mal über die Jahre auf 16 Folgen. Aber so ein in sich geschlossenes, immer wieder auf sich aufbauendes YouTube-Serienprojekt, weiß ich nicht. Ich glaube, krass, Klassenfahrt war noch sowas in die Richtung, obwohl das ja ein gescriptetes Ding ist. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch einige andere Bereiche jetzt folgen werden, wo das auch gespannt. Passen könnte. Ne? Also ich finde es cool, weil das ist ja so ein bisschen à la Prime Netflix, aber wir machen das Ding jetzt mal selber. Wir machen das jetzt mal auf YouTube. Und ich finde das eigentlich eine ganz coole Entwicklung und ich habe das auch so ein bisschen wahrgenommen bei den ganzen Reactions, die so gefolgt sind, dass die Leute gesagt haben, ey krass, sowas gab es irgendwie noch nicht so. Das ist so eine richtige Serie, mit der man mitwächst, mit der man mitfiebert. Und das ist natürlich schon ein cooles Ding. Und für mich, tatsächlich hatten wir kurz diesen Gedanken, so macht man das jetzt als Streaming oder als Videoding, diese Idee? Und es war sofort klar, nein, wir wollen es als Videoprojekt machen. Weil, ich sag's auch ganz ehrlich, als Streaming-Event zum Beispiel, 7 Tage lang Livestream, das wäre total langweilig. Ja. Also, weil, machen wir uns doch nichts vor, ja, du sitzt halt auch da, du machst ein bisschen Feuerholz, du sammelst Bären. Das ist ja in Realtime, ist das ja auch mal langweilig. So, wenn ich da jetzt anfange, 1,5 Stunden eine Schachfigur zu schnitzen, ja, in der fertigen Serie sind das 15 Sekunden. Wo ist die eigentlich? Hast du die ist bei mir, da kann ich einen kleinen Gag dazu erzählen. Versteigert die doch für einen guten Zweck. Nee, viel geiler, das kommt alles in ein Museum. Ui. Ich habe eine Anfrage von einem Museum bekommen, es hat ja noch ein anderer YouTube-Kanal so ein Diorama gebaut. Ja. Mit diesen ganzen einzelnen Teilen, mit 3D-Figuren. Das kommt in den Schaukasten und dazu kommen meine Schnitzereien und die Kukri. Schön. Die hat mich angefragt. Ist auch for free, also ich krieg da kein Budget für. Aber ich dachte mir so, weil viele auch gesagt haben, versteigern war auch so meine erste Idee. Ja. Und denke mir so, ja, ist cool, gemeinnütziger Zweck, ja, aber dann liegt das bei einem rum. Aber wie geil ist denn das, wenn das einfach in so ein Museum kommt? Das naja, ist irgendwie du kannst noch mal es ja so versteigern, es liegt dann nur im Museum. Oder danach, ne? Also der Besitzer ist dann derjenige, aber der Vertrag ist... Genau, ich mache erst den Vertrag und dann versteigere ich das ja. Aber ich finde es irgendwie so, das ist so ein cooles Ding auf der Agenda, wo ich sage, ey, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe meine eigene Serie produziert, ich habe einfach meine Sachen sind in einem Museum. Also, weiß ich nicht, das macht einen irgendwie ein bisschen stolz und glücklich, genau wie halt auch einen YouTube-Play-Button einen irgendwie stolz macht. Schön. Aber schade ist, den nächsten Play-Button gibt es ja erst bei 10 Millionen. Ja. Der Sprung von 1 Million zu 10 Millionen, was ist da los? Ja, musst du doch einfach, bis jetzt bei 1,8, musst du noch wie viel machen? Dreimal? Ach, komm. 3x Seven vs. Wild, 4x Seven. Es gibt doch gar keinen deutschen Kanal mit 10 Millionen, glaube ich, ne? Nee. Doch, 4 Stück. Also in Deutschland produziert, ne? Ich wollte es gerade sagen, ja. Also die, kurz gesagt, englische Version hat 10 Millionen. Ice Cream Rolls, auch aus Hamburg. Ja, kenne ich persönlich. Kennst du? Jill, ne? Es gibt schon einige, 4 Stück. Ja, aber deutschsprachig, das ist schon hart. Ja. Das ist schon richtig hart. Du musst auch Ziele, du brauchst auch Ziele. Ja klar, man braucht auch Ziele für die nächsten 10 Jahre. Ja, das stimmt. Geil. Dann gibt es den nächsten Playbutton. Nee, aber das, worauf ich ja hinaus will, ist, dass diese Buttons, habt ihr auch gesehen, die hängen bei mir in der Wohnung, die motivieren halt irgendwie. Das ist so ein, das macht mich irgendwie glücklicher, als jetzt irgendwie auch irgendwo eine Zahl zu sehen. Irgendwie finde ich das geil. Das ist so eine kleine Auszeichnung, die man irgendwie da immer sieht. Das ja, und Susan legt immer einen Brief bei, ne? Unsere CEO. Das stimmt, ja. Beim Gucken von Seven vs. Wild ist mir eine Sache aufgefallen. Du warst auf mich der mental am stärksten dort war, der am wenigsten die Struggles hatte. Hast du mal Momente im Leben, wo du mal struggles oder wo du mal down bist oder mal traurig, whatever? Also nur noch erstmal auf den ersten Punkt zu kommen. Also ich würde sagen, Fabio war mental
auf jeden Fall auch krass stark, beziehungsweise für mich persönlich aus Zuschauersicht kam es bei ihm sogar noch stärker rüber, lag aber auch daran, weil er natürlich auch viel mehr am Struggeln war. Ja. Durch seine zwei Gegenstände hatte er viel mehr Probleme als ich, deswegen kam ich da ganz gut klar. Ich hatte genauso meine Gedanken über Isolation, aber ja, und gibt es Momente, wo ich im Struggeln bin? Ja, gibt es immer mal wieder. Aber ich habe es irgendwie wahrscheinlich geschafft, über die Jahre so ein bisschen damit umzugehen. Also ich habe schon viel Mist erlebt und viel durchmachen müssen, aber irgendwie nehme ich das dann doch. Es gibt Momente, da rege ich mich auf und das finde ich alles scheiße und sonst was. Aber das ist, glaube ich, auch wichtig, auch für die Zuschauer. Wenn Mist passiert, es ist okay, sich darüber aufzuregen. Es ist auch okay, mal sauer zu sein. Die Frage ist nur, wie lange? Mhm. Ja? Bist du jemand, es passiert jetzt was Blödes und du regst dich 5 Minuten auf oder regst du dich jetzt 5 Tage auf? Und dann wird es halt, ne, wird's halt unangenehm. Und ja, ich versuche halt irgendwie immer, das immer noch was mitzunehmen. Ich sage immer oft, wenn Scheiße passiert, dann versuche ich Gold draus zu machen. Und YouTube hat mir tatsächlich... Das ist auch ein philosophischer Satz. Naja, aber das hat mir tatsächlich auch oft geholfen, weil es ist Mist passiert. Guck mal, ich werde überfallen in New Orleans mit einer Schusswaffe. Ja. Die nehmen mir meine Kamera weg, mein Handy aber nicht. Ich kann weggehen. Das Erste, was ich mache, und das haben die Leute nicht verstanden, und dadurch dachten die alle, das ist Fake. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich runter war von diesem Gelände, habe ich mich irgendwo in eine Ecke gesetzt, habe mein Handy rausgeholt und habe die Situation gestellt. Ich habe ein Video gedreht, wo die Leute sagen, hä? Na klar, du wirst gerade überfallen mit einer Waffe am Kopf. Dir werden Sachen weggenommen und jetzt setzt du dich im Busch und drehst ein Video. Und ich hätte mir so, ja, weil das bin ich, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Passion. Es ist gerade Mist passiert und ich wollte zu diesem Zeitpunkt einfach genau diese Situation nutzen. Ich bin aus der Gefahr raus und ich will jetzt sofort die realen Erlebnisse, die Gedanken, die ich vor Ort habe, mit den Leuten teilen. Ich muss das jetzt aufnehmen. Mhm. Wenn ich das 2 Tage später mache, dann bin ich ja schon wieder, bin ich wieder runter, da habe ich drüber nachgedacht. Aber ich wollte es in dem Moment aufnehmen. Und da war auch wieder der Punkt, es passiert Scheiße. Ne, ich mache Gold draus im Sinne von, ey, ich nutze das halt als Content. Warum nicht? So, in mein Auto wird eingebrochen. So, es wird, ich glaube, 9.500 Euro Schaden rausgeklaut, Kameraausrüstung, alles mögliche. Ich habe von der Versicherung 1.500 wiederbekommen. Also, ordentlich Verlust gemacht bei der Sache und ich dachte mir so, mach ich ein Video draus. Also ja, warum denn nicht? Also es ist Teil meines Lebens, die Leute wollen ja auch wissen, was ist jetzt hier gerade passiert, was ist da schon wieder los? Und deswegen versuche ich aus vielen Situationen irgendwie mal das Beste rauszuholen. Und was ich halt auch gelernt habe ist, es gibt gewisse Situationen im Leben, die kannst du nicht verändern. Du kannst dich darüber aufregen, dass du viel Steuern bezahlst. Ja, ist okay, du wirst es nicht verändern können. Also deswegen bin ich immer ein Freund davon, mich mehr mit Dingen zu beschäftigen, die ich selbst in der Hand habe, wo ich etwas verändern kann. Und manche Sachen halt einfach zu akzeptieren und zu sagen, ja, das ist jetzt so und fertig. Und damit muss ich einfach klarkommen. Das Video läuft ja auch auf dem YouTube Deutschland Creator Kanal, ja, wo viele Nachwuchs-Creator auch regelmäßig vorbeikommen und Lernvideos anschauen. Ja. Was kannst du denn jungen Creatoren, die jetzt 2022 anfangen wollen oder schon angefangen haben, 2021 so raten als deine Top-Tipps? Also erstmal, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät anzufangen, weil ist einfach nicht. Das, du kannst genauso jetzt noch anfangen oder jetzt auch vor 5 Jahren anfangen können, das spielt gar keine Rolle. Der erste Punkt ist, die Motivation, warum du das Ganze machen möchtest, sollte sein, du hast eine Leidenschaft für irgendetwas, eine Passion. Das kann Outdoor sein, das kann aber auch Backen sein, das kann Reisen sein, das kann auch Ballett tanzen sein, das ist völlig egal. Aber du brauchst die Passion und die Passion, das Feuer in dir für diese Leidenschaft, muss die Motivation sein, warum du das machst. Geld ist eine Sache, die kommt quasi nebenbei und die ist cool und die ist schön, die macht Sachen möglich, die macht Sachen größer. Aber wenn du reingehst und sagst, ich möchte YouTube machen, weil ich damit Geld verdienen möchte. Ja, wenn du, keine Ahnung, in der Schule bist, gerade 10. Klasse und sagst, mein Traumberuf ist YouTuber, weil ich sehe, wie die alle dicke Karren fahren und Rolex tragen, das will ich auch. Kannst du lassen. Also die Grundmotivation muss die Leidenschaft für ein bestimmtes Thema sein. Und der nächste Punkt ist, YouTube an sich ist ein endloser Marathon. Ja, und dieser Marathon hat immer mal wieder einen Sprint drin. Da passiert mal was Gutes oder viel. Du hast einen Push oder du musst vielleicht auch mal ein bisschen mehr arbeiten als sonst. Du hast aber auch mal wie eine Verletzung drin. Ja, es geht auch mal bergab. So, du hast auch mal ein Projekt, was floppt. Vielleicht auch mal Aufrufe, wo es bergab geht, wo du denkst, ah shit, jetzt habe ich meine Community verärgert. Die sind alle ultra sauer. Aber im Endeffekt ist es ein Marathon. Du musst immer wieder aufstehen, du musst immer wieder nachschieben. Du musst immer ein Tempo beibehalten. Und er ist wellenförmig. Es geht hoch, es geht runter. Und ich glaube, das musst du in deinem Kopf haben, damit, wenn du irgendwann mal damit anfängst, A, immer weitermachen musst. Und wenn du merkst, dass mal vielleicht auch mal eine Downphase kommt, da einfach weißt, das ist normal, das ist die Realität. Das ist nicht, weil du jetzt vielleicht
das war's jetzt, du kannst aufhören, sondern ja, okay. So, jetzt stehst du, jetzt einmal abklopfen, aufstehen, was Neues probieren. Du kannst auch mal Mist machen, du kannst auch irgendwie mal was verbockt haben. Egal, du musst halt wieder richten. Ich sehe aber auch an dir, und ich habe mich auch mit Rezo getroffen, ja, oder mit Jasmin von GNU. Ihr habt alle schon vorher Erfahrung gesammelt im Berufsleben. Ja, also ja, das stimmt. Abschlüsse gemacht oder ja, mehrere Sachen ausprobiert. Also ja, Erfahrung gesammelt. Das ist aber auch, glaube ich, jetzt, wie man bei dir sieht, nicht schlecht gewesen, oder? Absolut. Also wenn wir uns kurz mal zurückspulen zum Thema, ich war 18, Bankausbildung, davor Kfz, Mechatroniker. Ich wusste ja überhaupt nicht vom Leben, ich kannte mich selbst gar nicht. Ich wusste gar nicht, was mir wichtig ist, was gut ist. So zum Beispiel auch die Bundeswehr hat mir damals gezeigt, also ich bin sehr froh über die Zeit, die ich da bin, aber ich möchte das nicht wieder haben, weil ich bin niemand, der sich einfach von jemandem anders Befehle annimmt, ohne da mal hinterfragen zu können und sagen, ey, wollen wir das nicht lieber so machen? Nein, das ist ein Befehl, Ausführung. Kopf ausmachen, Kopf ausmachen. Bin ich nicht. Das kann ich mal machen, wenn ich eine harte Wanderung habe, dann kann ich Kopf ausmachen, dann knüppel ich durch. Aber ansonsten bin ich gern ein freilebender Mensch. Ich äußere gerne meine Meinung. Ich brauche einfach dieses eigenständige Handeln. Und gerade beim Thema Selbstständigkeit gibt es, glaube ich, Leute, die kommen damit gar nicht klar, weil die sagen, oh, was soll ich denn jetzt machen? Ich brauche doch irgendwie jemanden, der mir sagt, was ich mache. Mhm. Und als Selbstständiger hast du es selbst in der Hand. Du kannst 6 Stunden arbeiten, du kannst 12 Stunden arbeiten. Mhm. Niemand ist da, der dir sagt, was du zu tun hast. Und da musst du der Typ für sein. Oder dich dazu entwickeln, ja. Du hast eben über den Austausch mit Menschen gesprochen, Einsamkeit, Isolation. Ich finde, du tauschst dich so eng und viel mit deiner Community aus, finde ich sehr beeindruckend und steckst da sehr, sehr viel rein an Energie. Ist das so natürlich gekommen oder ist das Strategie oder was steckt dahinter? Tatsächlich ist das so ein bisschen durch den Live-Kanal, durch den Zweitkanal gekommen, weil man da halt einfach, ja, du bist halt im Stream, es ist halt live, die Leute stellen dir Fragen, du kannst auf gewisse Themen eingehen und die beschäftigt das halt auch. Und ich finde halt immer, auch wenn du das aus dem Stream raus machst und dann, kann ich mich hier runter ein bisschen, aus dem Stream raus machst und die Leute dann das auch sehen, auch als Zusammenschnitt, dann merkst du halt einfach, der hat sich nicht vorbereitet. Also manchmal, wenn du jetzt so Statements anguckst oder sowas, dann finde ich, hat man manchmal das Gefühl, okay, der hat jetzt krass damit beschäftigt, der hat genau geguckt, was sage ich, ja, ich mache mir nochmal Stichpunkte. Und ich denke mir so, da habe ich gar keine Lust drauf, sondern ich sage halt das, was ich sage. Du kannst mich auch alles fragen, was ich will. Und so mache ich es halt auch in meinen Streams. Und ja, wenn die Leute mir halt Fragen stellen, dann stellen Fragen. Und man merkt halt auch, dass oft hinter diesen ganzen Videos, Projekten, eigentlich ja viel mehr passiert. Also das ist ja immer nur ein kleiner Teil, den du siehst. Ja, also ich finde zum Beispiel bei Marc-Robert Lehmann, wenn ja, du da mit ihn in deinen Stream holst und auch ja, ein gutes Thema für seine Charity, für die Erhaltung der Erde und der Umwelt, der auch ein tolles Thema setzt, ja, nimmst du ja auch die Communities mit von beiden. Ja. Also da war ja zum Beispiel der Punkt, wir haben uns ja vorher noch nie gesehen. Witzig, ja. Also ich habe halt, er hat mich halt irgendwie angeschrieben, weil ich mir von seiner KSK-Serie das Ganze angeguckt habe. Und da habe ich gesagt so, ja, komm vorbei, wir machen einen Stream. Und dann kam er rein und meinte so, ja, ich soll heute den Stream an. Und dann geht das los. Ja. Und dann haben wir den angemacht und ich habe Robert vorher... Und jetzt kommt ein gemeinsames Projekt irgendwann raus, oder? Naja, wir waren jetzt zusammen tauchen, waren Haitauchen, ja, also auf den Azoren, wir waren mit Delfinen zusammen tauchen, das ist ja alles daraus entstanden. Und ja, das ist natürlich geil und ich mag das halt einfach so real und authentisch, die Leute halt einfach dann da mitzunehmen. Und warum soll ich mich da vorher 1000 Mal absprechen? So, ich meine, das ist bei uns genau das Gleiche. Mhm. So, wir haben kurz mal telefoniert, ich habe gesagt so, das und das könnte ich mir vorstellen, das können wir machen, so als ne, Thema Video, Podcast, wie auch immer. Und dann Termin und los. Kamera an, fertig. Ja, genau. Sehr unkompliziert. Ja. Schön hier. Genau. Fritz, Abschluss. Wie immer, wahrscheinlich auch von Journalisten meistgestellte Frage, was willst du mal erreichen im Leben? Habe ich nicht schon alles erreicht? Nein, Spaß. Ja, ich fand das ehrlich gesagt beeindruckend. Am Telefon, ja, im Vorgespräch, als ich auch mal gefragt habe, wie ist denn das jetzt, hast du überhaupt Zeit, weil die ganzen Fernsehsender sind jetzt wahrscheinlich da mit dir an der Staffel 2 und höher, schneller, weiter und das ist gar nicht so dein Ziel, ne? Nee, tatsächlich nicht. Und ich komme immer mehr an dem Punkt an, jetzt nach Seven Wars Wide und Anfang dieses Jahres irgendwie noch mehr, gar nicht dieses Höher, Schneller, Weiter mehr zu haben. Ich habe mich 2016 selbstständig gemacht und da hatte ich ganz klare Ziele. Ende des Jahres, 5-Jahres-Ziel, dies, das. Aber die habe ich halt
alle irgendwie erreicht. Also finanziell frei zu sein, mir irgendwie mal ein eigenes Auto oder ein schönes, passendes Auto zu kaufen, eine Eigentumswohnung und so weiter. Da gab es so ganz klare Steps, irgendwie die 1 Million auf YouTube zu haben. Da gab es so messbare Sachen. Und nachdem ich das so Stück für Stück alles erreicht habe, habe ich so gesagt, ist geil, ist auch cool, bin ich auch happy drüber. Und das ermöglicht mir jetzt halt einfach, und das ist eigentlich so ein bisschen der Traum und der Wunsch von jedem, das zu machen, was ich möchte, zu 100%. Und wenn ich sage, ey, nächste Woche auf nach Japan, ich habe da irgendwie eine Idee, lass mal was machen, klar unter allen Richtlinien, ne? Dann kann ich das einfach machen. Und ich hab nie dieses Ziel, ich möchte in 10 Jahren, keine Ahnung, ein Land gekauft haben oder also irgendwelche völlig utopischen, meine eigenen Inseln haben, sondern eigentlich möchte ich genau das, was ich jetzt mache, einfach weitermachen. Neue Projekte, coole Ideen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, der mir klar geworden ist, auch nach Seven vs. Wild, es geht mir nicht um höher, schneller, weiter. Mir geht es nicht darum, Seven vs. Wild zu überbieten und das neue, krasse Seven vs. Wild Staffel 2 zu machen, sondern ich möchte Sachen einfach anders machen. Einfach, sei es eine zweite Staffel mit Tech-Team und Gamification. Ob das in ihm gefällt, ist eine andere Sache. Genauso, wenn ich sage, ey, ich habe Bock nach Nepal. Ist Nepal jetzt krasser? Keine Ahnung, ist mir auch eigentlich egal. So. Ich will einfach eine coole Zeit haben. Ich will das machen, was mich glücklich macht. Und das ist, ja, es klingt so doof und einfach, aber es ist ja immer das, worauf es hinausläuft. Und wenn es Leute glücklich macht, irgendwann statt einer Eigentumswohnung 100 Eigentumswohnungen zu haben, ey, dann mach es. Aber das ist nicht mein Ziel, das macht mich auch nicht glücklich. So, diese ganze finanzielle, wirtschaftliche Sache ist für mich dazu da, um mir eine Freiheit zu gönnen, um Sachen möglich zu machen. Um zu sagen, ey, ich habe eine Projektidee, keine Ahnung, Seven vs. Wild, Nepal, Madeira, ich will da jetzt hinfliegen, okay, Flug kostet das, ich brauche noch den und den Rucksack, komm, dich packe ich auch noch mit rein, ich hole mir noch den Kameramann, der kostet auch ein Schweinegeld, wir machen noch Drohne, du brauchst eine neue Drohne, okay, die holen wir auch noch. Also das ist die Freiheit, die ich mir damit kaufe. Und ich brauche jetzt auch nicht irgendwie hier Glitzer und Damm und ich muss nicht jedem zeigen, dass ich irgendwie sonst was habe. Ne? In gewissen Sachen fahre ich dann auch gerne mal ein schönes Auto und ich habe irgendwie eine schöne Wohnung so. Aber das ist nicht so dieses Endziel, wo ich immer schneller, höher, weiter und ich muss jetzt das jedem zeigen, sondern ich will einfach geile Orte sehen, eine geile Zeit haben und das mit Menschen, die mir gut tun. Bist du ja relativ so der Philosophie mit im Jetzt-Leben verbunden. Ja, auf jeden Fall. Also so, ja. Weil ich habe mir das über Jahre hinweg aufgebaut, diesen Zustand, den ich jetzt habe, und den will ich einfach weiterführen. Also ich will das einfach weitermachen und quasi andere Sachen machen. Ich will, keine Ahnung, nächstes Jahr im Januar 2023 will ich in meiner Küche stehen, auf diese Karte gucken und dann sehe ich da 4, 5, 6 neue Pins glitzern und denke mir so, war geil. Schön. Hat Bock gemacht. Schönes Schlusswort. Fritz, vielen lieben Dank, dass du YouTube Deutschland heute Zeit geschenkt hast, dass wir das mal alles durchsprechen konnten. Hat mir sehr, sehr gefallen. Beeindruckend. Liebe Grüße vom gesamten Team. Danke, soll ich überbringen. Und wir sind mega happy, was du da machst und was daraus entstanden ist. Und die Zukunft wird bestimmt weiter spannend bleiben auf deinen Kanälen. Alles Gute. Danke. Danke auch an die Zuschauer.